Ich hoffe. Also Across the Obelisk spielen wir heute. Das ist ein Koop. Also man muss nicht Koop spielen, aber man kann mit bis zu 3 Freunden das im Koop auch spielen. Ein Deckbuilding RPG Roguelike. Ich würde sagen, es erinnert optisch und ich denke auch so spieltechnisch sehr stark an Darkest Dungeon, nur mit Karten statt mit Fähigkeiten. Und der Koop-Aspekt ist natürlich ganz, oder könnte ganz cool sein, wissen wir natürlich noch nicht, aber das hat natürlich Potenzial, wenn man das dann so Darkest Dungeon zusammenspielt. Ich weiß noch gar nicht, ob irgendwie dann jeder von uns quasi einen Charakter in der Gruppe spielt, aber ich nehme es mal an. Oder jetzt weiß ich nicht, ob wir jetzt jeder dann 2 spielen. Das werden wir jetzt rausfinden. Ja. Das ist es aber eigentlich. Mehr habe ich auch nicht vorbereitet. Es ist jetzt gerade dieses Wochenende noch kostenlos spielbar, falls ihr da auch noch reingucken wollt bei Steam. Ist so ein Free Weekend. Und ansonsten kostet es, glaube ich, irgendwie 15 Euro. Also ihr müsst 15 Minuten arbeiten, dann kriegt ihr das Spiel. Ja. Gut, 15 Euro. So. genau, Stundenlohn. Gut. Mehr weiß ich nicht. Von daher gucken wir jetzt einfach mal rein. Ich habe auch noch nicht reingetestet. Also ich launche mal das Game. Direkt gesagt, ich guck mal, was haben wir hier? Warriors, Scouts, Mage und Healers. Jeder kann jetzt einen auswählen, ne? Team Selection. Drag the characters that you want to use in this game. Some attacks can only target front, back or middle units. Also das hier ist, hast du denn mal Darkest Dungeon gespielt? Ja. Okay, dann ist ja das ja prinzipiell bekannt. Ja, wir haben ja eh nur 4 Charaktere, von daher würde ich sagen, nehmen wir die auch, ne? Ja. Was muss ich denn hier? Okay, ich bin Darkrab. Achso, wir können uns quasi hier auswählen, welche Slots wir spielen wollen. Ah, okay. Sollen wir einfach im Wechsel machen? Ja, können wir machen. Ich kann nur keine Charaktere hinzufügen. Achso. Muss ich dich auch? Muss ich das alles machen? Ja. Nee, aber warum ist da noch ein Schloss drauf? Bei mir ist da kein Schloss drauf. Kannst du die rüberschieben? Ich kann es nochmal. Ja, ich kann die rüberziehen. Okay. Gut. Also es ist halt so, es gibt ja hier, was haben wir, 4, 8, 12, 16 Charaktere insgesamt. Die muss man aber, also entweder muss man die schon in einem Singleplayer Speicherstand schon freigespielt haben. Oder aber man spielt die halt jetzt hier im Multiplayer-Modus frei. Und da stand auch irgendwie ein Hinweis, wenn man es im Multiplayer-Modus Sachen freispielt, sind die auch für Singleplayer freigeschaltet. Irgendwie so rum. Ja. Okay, haben wir sonst noch was? Ich kann hier, hätte ich noch sagen können, follow the leader. Das heißt, dann hätte ich einfach das übernommen, was du, okay. Was du machst. Der Magnus, der Schachspieler. So, the master of the game must assign a player to each slot, haben wir gemacht. When all players have been selected, at least once the game will be ready to begin. Okay, das heißt, wir spielen jetzt 2-2 und wenn man halt zu viert spielt, dann spielt halt wirklich jeder einen Charakter. Dann würde ich sagen, wir machen mal Madness 0, weil davon haben wir genug. Und dann beginnt Adventure. Kann man dann diesen Chat hier ausblenden? Ich glaube, den Chat brauchen wir nicht so. Dann würde er auch, wenn ich jetzt gesagt hätte, er soll dir followen, dann ist bei Events und sowas, dann würde er immer deine Entscheidung mitwählen. Ah ja. Das finde ich doof. Vielleicht will ich ja anders entscheiden. Or Lord Hanshek. Oh, mal gucken, da kommt hier auch nicht die Sonne rein. The king sent soldiers all over the kingdom. But none of them returned. The trail of the princess was lost, deep in the old forest. Near the ancient obelisk that had been dormant for centuries. Desperate. The king proclaimed a royal decree, announcing a reward for whoever brought the princess home safely. Fishing contest. The news spread quickly throughout the kingdom. Ist das Dredge? Oder wie heißt das Spiel jetzt? Ja. Ist gerade neu. Many groups of adventurers prepared to investigate the obelisk. Da sind Schweinepriester. This is the story of one of those groups. Okay, ich habe jetzt nicht so ganz aufgepasst, aber ich glaube, die Story ist jetzt hier nicht das Wichtige. So, was haben wir denn da? Each character has their own dialogue options. Try them all out to see what secrets you can discover.
Okay, wir haben auf jeden Fall eine recht große... Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind da unten links. Mhm. So, Tavern. Sollen wir da schon mal reingucken? Nee, können wir nicht. Und wir müssen jetzt eh erstmal in die Town gehen. So, was haben wir denn da? Magnus, da kann man sich die Charaktere angucken, wie viel AP die haben und so weiter. Ach, und was für Karten die haben, ja. 15 Karten im Deck. Wenn du draufklickst, siehst du das Deck. Hier sehen wir noch die Map-Legende. Welche Symbole was bedeuten. Wir haben theoretisch auch hier noch so eine Erklärungsdingen, Combat-Stats und so weiter. Akt 1, Score 0. Ja, ich würde sagen, wir wandern jetzt erstmal da rein, oder? Und gucken ja, und stellen dann Fragen. War interessant, man sieht hier sogar bei dem Card-Deck sieht man auch schon so eine Mana, die gute Mana-Curve, die der Terael auch aus den Alibaba Hearthstone-Streams kennt. Ja. Na gut, dann gehen wir mal in die Town. Ah, du musst auch auf die Town klicken, dann kann man quasi dann wahrscheinlich abstimmen. Aber ich glaube, der Ton ist gerade wieder ein bisschen laut. Town Actions. You can craft new cards for your decks, upgrade any card that you have, and buy equipment for your heroes. You will also be able to claim rewards from previous games. Okay, also das heißt, wenn man Rewards von previous games choosen kann, dann ist es ja doch eher ein Roguelite und kein Roguelike, scheinbar. Würde ich jetzt mal denken. Ah, und jeder kann das für sich machen. Also ich kann jetzt hier durch die Gegend düsen, könnte meine Karten upgraden. Okay, was haben wir denn hier alles? Am Altar wird geschmiedet, okay. That's new. Craft cards for your deck. Remove cards from your deck in der Kirche. Pay gold to the beautiful Zingara and get a divination round. Das klingt interessant, was ist das denn? Zingarian card. If you have enough money, the Zingara will grant you a divination card round. In a multiplayer game, everyone will benefit from this divination round. The higher the cost of a divination round, the higher the chance to obtain better cards. Also sie legt uns die Karten quasi. Aber wir haben noch keine 400 Geld. So, hier können wir Karten craften. Each card has different upgrades that are more powerful than the basic version. You can make an offer of shards in order to upgrade a card. Also it's possible to transmute a card between its upgraded versions. The higher the rarity of the card, the higher the cost to upgrade. Es ist wahrscheinlich so, dass wir jetzt eine Karte da oben hinlegen und dann können wir zwei Wege. Okay, das ist auch relativ Standard. So Card Games können dann auswählen, was wir haben wollen. Ich habe jetzt so ein Schild, so eine Schildkarte reingepackt. Kann dann wählen, ob ich lieber die Verteidigung hochpacken möchte oder lieber stattdessen hier irgendwie so ein Reinforce haben will. Okay. Die einzige Frage, die ich mir jetzt noch stelle, ist, ob wir Shared Resources haben oder nicht. Kannst du da mal was ausgeben? Ja, das könnte ich machen. Oh, Barricade geht auf alle Helden. Dann könnte ich das ja einfach mal machen. Oh, es kostet aber 180, verdammt. Scheiße, das kann ich mir nicht. Kannst du mir mal 30 Splitter leihen? Ach, Splitter, warte. Also ich Kristall. Kann ich. Musst du auswählen, warte. An welchen Charakter oder ist das dann an mich? Badum. Wir haben jeder sein eigenes Geld. Okay. Du hast jetzt 180 Shards. Ja, gut, dann warte ich noch. Was? Gib mir mein Geld wieder. Okay, ich upgrade jetzt. Gut, ich habe schon eine super krasse, super Karte. Okay, die ist jetzt scheinbar grün geworden oder was? Ich habe nicht so ganz hingeguckt gerade. Naja gut, okay, also wir haben Shared Gold, das ist ja auch schon mal ganz gut. Terael streamt aus dem Garten, ja. Aus dem Garten, genau. Ist noch so früh, sonst weckt er die Frau. Deswegen. Alternativ gehe ich hier hin. Okay, hier können wir Karten bauen, theoretisch. Okay, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal fighten und holen uns Resources. Wie bist du denn... Achso, wir haben auch noch Town-Upgrades. Das ist natürlich auch noch interessant. Über den Charakteren gibt es den Punkt Give Gold and Shards. Ja. Und da habe ich dann... konnte ich quasi dir Geld bzw. Shards geben, falls... Okay, aber es ist dann quasi...
man gibt dann an Personen, von Person zu Person, nicht an, also ich hatte jetzt gesagt, vielleicht musst du auch irgendwie an den Warrior jetzt das Geld geben, aber so macht auf jeden Fall so mehr Sinn. Gut, dann gebe ich dir jetzt einfach als Ausgleich, gebe ich dir 30 Gold. Das ist gut, dann kann ich noch was kaufen hier. Dann kaufe ich mir noch die Armbrust. Tausche Gold gegen Kristalle. So. Okay, aber das ist ja schon mal ganz cool. Town Upgrades, da brauchen wir dann scheinbar diese Supply-Kisten für. Und ich würde jetzt mal behaupten, weiß ich nicht, ob die Town Upgrades dann permanent sind. Naja. Das weiß ich auch nicht. Okay. Ich würde jetzt mal ready sagen einfach, damit wir mal ein bisschen Card-Action sehen. Okay, und jetzt können wir wählen, wo wir lang wollen. Wir können natürlich schon so ein bisschen abschätzen, je nachdem, wo wir lang gehen, was uns dann da auf dem Weg erwartet. Da oben ist zum Beispiel eine Quest, ganz oben. Aber nee, überall ist eine Quest. Oh, das sind die neuen Charaktere, kann das sein? Weil da unten ist wahrscheinlich der Schweinepriester. Mhm. Okay, dann kann man sich hier wahrscheinlich über die Wege dann schon mal aussuchen, welchen Charakter man vielleicht auch freischalten möchte. Das kann sein, ja. So gut, damit wir mal sehen, was passiert, wenn wir uns nicht entscheiden können, drücke ich jetzt mal da oben. Konflikt. Ja. When there is a disagreement between players, a conflict resolution role is required to decide who wins. In the event of multiple ties, 3, the winner will be chosen at random. Okay, was haben wir jetzt hier? Dark Rip chooses. Lowest card, closest card to 2 oder highest card? Ich habe keine Ahnung. Wird da jetzt irgendwas aus unserem Deck rausgewählt oder was? I don't know. Ich glaube ja. Oh. Ich habe nichts verstanden. Aber du hast scheinbar gewonnen. Aber ich habe gewonnen. Was auch immer da gerade passiert ist. Okay, aber auch eine coole Mechanik, dass sie nicht einfach sagen, okay, dann ist random. Ich sperre mal eben kurz ein bisschen die Sonne aus. Ja. Okay, jetzt sind wir im Gameplay. Wir sehen, das ist das, was ich meinte mit, ist sehr Darkest Dungeon, nur in hell im Moment zumindest. Wir haben jetzt hier links unsere Vierergruppe. Und rechts unsere Gegner. Oben sehen wir scheinbar unsere Leiste, die Angriffsleiste, wer wann angreift. Man kann hier auch emoten. Cute. Man kann emoten? Wie hast du das gemacht? Oben links sehe ich so ein... Ach da. Symbol. Okay, du bist dran. Du bist dann der Erste, ne? Du darfst jetzt mit dem Bogenheini. So, was sehen wir denn da noch? Haben wir ja auch diese Angriffsgeschichten, auf welche Slots du angreifen kannst. Range Attack. Das ist Deflect. Das ist Block. Ist bei euch im Stream alles okay? Weil mein OBS zeigt mir an, dass die Dings ein bisschen überfordert ist. Mein Encoder. Vögel zwitschern. Okay, aber es gibt auch keine Einstellung. Und dann kann ich... Ah, okay, ich kann trotzdem noch. Achso, du hast jetzt auch Mana, oder was? Ich check's jetzt gerade noch nicht so ganz. Ich check's auch noch nicht so ganz. Ich hab auch, also deine Karten kosten auch alle nichts. Ja, die ersten drei hier kosten nichts. Ach, guck mal, ich kann dir auch eine Empfehlung geben, wenn ich sage, hier, ich möchte, dass du das spielst, kann ich da so ein Wölfchen draufpacken. Nein, mach das doch nicht. Das war doch nur ein Test. Achso. Achso, ich darf jetzt was? Deck of Cards, you can discard. Ich will nichts discarden. Was hast du denn da jetzt gespielt? Einfach confirm sagen, dann hast du alle. Dann behältst du nichts, verlierst du nichts. Gut. Ich bin inspiriert. Warum auch immer. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier noch irgendwie so eine Rundenzeit. Das wird dann scheinbar
Ach so, okay, das ist natürlich auch ganz nice. Wenn wir jetzt die Schafe in der ersten Runde alle schon besiegen, dann bekriegen wir 50% Geldbonus, 50% Erfahrungsbonus und 2 Card Tiers, was auch immer das bedeutet. Ja, aber in der ersten Runde wird schwer. Die soll ich noch spielen? Aber ich denke mal, mit Runde ist gemeint, bis alle einmal durch sind, oder? Wie viele Punkte kann ich denn hier verballern? Ich check's auch noch nicht so. Ist das denn da unten deine Leiste mit diesen 2 gelben und 3 grünen? Ja, da leuchtet doch irgendwas. Ah, okay. Ja, aber da gain ich dann ja nochmal 2. Unten rechts sehe ich auch dein Equipment, was du scheinbar anhast, an Waffen und so. Was sind ja auch so RPG-Elemente mit drin? So. Jetzt habe ich aber auch keine Karte mehr. Ich habe alles gemacht, was ich konnte. Okay, jetzt bin ich dran. Ich habe 3 Energy bekommen. Ich habe jetzt, kenne jetzt natürlich, das wäre jetzt eine Sache, ich konnte jetzt leider nicht, während du da Sachen machst, schon irgendwie meinen Zug vorplanen. Also quasi dann als nächsten Zug. Aber ansonsten finde ich das von der Aufmachung eigentlich schon ganz cool. Jetzt bist du da oben in der Leiste hinter Round 2 gerutscht. Finde ich eigentlich auch schon mal ganz nett. Bei den Schäfchen sieht man ja auch so 3 Karten. Ich frage mich, ob man daran schon irgendwie ein bisschen erkennen kann, was für eine Art Karte das ist. Also über den Schafen schweben so 3 Karten für ihre Angriffe wahrscheinlich, die sie gleich machen. Ach, da oben. Ja, ja. So, sehe ich das jetzt? Da geht jetzt aber 3 Energie weg, obwohl da eine 2 steht oder was? So, das ist alles self. Wenn du auf ein Schaf raufklickst, du kannst mal ein Schaf anklicken. Ja. Ui. Dann siehst du, genau, du siehst auch was, wogegen die resistent sind und was Bonusschaden und sowas macht. Ja. Also Slashing ist zum Beispiel besser, als wenn du Slashing und Piercing. Ja, genau. Es hat zumindest nichts. Shadow ist noch ganz gut. Cold eher nicht so. Ich weiß nur gar nicht, ich habe hier jetzt Melee-Attack. Auf jeden Fall blutet das erste Schaf schon. Ja. Und es verlangsamt. Aber bei mir steht jetzt irgendwie nicht dabei, ob es ein Slash-Damage ist, oder ich sehe es zumindest gerade nicht. Da steht jetzt nur Melee-Attack. Ja. Dann ist das ein... Aber mein Dude kann auch scheinbar nur... das Frontmonster angreifen. Das steht jetzt auf der Karte selber drauf. Draw Card und Gain 2 Energy. Das klingt natürlich klug. Das mache ich mal, was der TRL vorgeschlagen hat. Er hört auf mich. Captain's Howl. Apply Speed und was ist das andere? Rüstungs... Verlangsamt die und reduziert scheinbar den... Oh, da ist aber auch wichtig, da ist so rechts neben All Monsters ist so ein Verbrennungssymbol. Das heißt, die Karte kann man nur einmal spielen pro Kampf. Mhm. War das? Ich mache einfach das, was Tera gesagt. Ich wollte eigentlich nicht links drauf klicken. Ich habe aus den Links drauf geklickt. So, guck mal, jetzt sind wir auch alle vorher dran. Das ist ja nice. Oh, stimmt, cool. Ja, und dann würde ich sagen, haue ich da noch ein bisschen drauf, oder? Aber so mit der Energie checke ich jetzt trotzdem noch nicht so hundertprozentig. Aber ich habe jetzt da eine 5. Naja, du hast, wenn ich das richtig sehe, hast du 5 Energie. So, und wenn du jetzt alle deine Karten spielst, verbrauchst du auch nur 5 Energie. Also theoretisch kannst du alle Karten spielen. Ja. Und was bedeutet hier links plus 5, dass wir nächste Runde wieder 5 Karten ziehen wahrscheinlich, ne? Also auf meinem Kartenstapel links steht ja plus 5, 8 Karten sind drin, aber was ich auch nicht sehe, ist ein Ablagestapel. Das sehe ich auch nicht. Frag mich, ob man irgendwie so out of Mana gehen kann. Bäh. Hero. Self. Wo ist der Unterschied zwischen Hero und Self? Ja, vielleicht gute Frage. Kannst du Hero kannst du auf irgendeinen setzen. Ja. Sehen wir denn schon, wer angegriffen wird? Nee, ne? Nee. Also. Nö. Das ist. Weiß ich, sieht man das in Dingens? Nee, in Darkest Dungeon wird das auch einfach abgespielt, ne? Kann man sich auch nicht vorbereiten, so wirklich. Nee, Darkest Dungeon wüsste ich jetzt auch nicht, dass du das da vorher siehst.
Gut, dann schütze ich mal unseren Heiler. Und mich selbst. Und heb mir einen. Ach, der Ablagestapel ist. Ach, stimmt, der ist direkt daneben. True. Ja, ich glaube, so viel Schild brauche ich. Ich heb mir mal einer auf. Dann kann ich nächste Runde mit 6 Energie starten oder was? Ne, jetzt steht da nur noch 1 in Turn. Egal, ich mach's mal zum Test. Tempered. Oder teilen wir uns? Ne, wir teilen uns die Energie nicht. Nee. Nee, nee, hat jeder seine eigene, also. Okay, du kannst, darfst sogar einzelne Monster auswählen mit deinem ganzen Feuerkram. Oder Zauberkram. Du bist die Magierin. Ah, ich bin die Magierin. Ups. Ich kann alle auswählen, einzeln. Das macht nur 3 Schaden. Warum macht das denn nur 3 Schaden? Sind die feuerimmun? Minus 15%. Also das würde ich ja mal in Frage stellen, dass ein Schaf nicht feueranfällig ist. Ja, minus 15 ist ja feueranfällig. Ach so. Ja, stimmt, da steht da Minus. Richtig. Warum mache ich denn nur 3 Damage? Weil der Spruch wahrscheinlich nicht mehr kann. Ja, okay, stimmt. Der ist auch, der kostet halt auch nichts, ne? Okay, aber ich sehe auch vorher schon. Was die machen. Oh, das sind so viele Fähigkeiten. Insel, Fire, Cold und Lightning Resistance ist plus 30%. Okay, das ist also auch Defensivkram. Ja, dann caste ich da mal so ein bisschen drauf, ne? Aber ich kann es, glaube ich, nicht. Wobei, das blutet ja eh. Wie viel Schaden nimmt denn das gleich? Das nimmt eh 10 Schaden, oder? Das Schaf, das erste? Wie, das nimmt nur 10 Schaden. Oder ist das, oder es verliert 1 HP 10 Runden lang, ne? Ja. Mit dem Blutungs-Debuff. Ne, oder es hat 10 Blutungen drauf. Dann könnte es sein, dass es. Wenn jetzt 10 drauf sind, könnte es sein, dass es 10 seinen nächsten Back hat. Gut, wenn es 10 Schaden nimmt, dann. Okay, jetzt ist auch schon tödlich. Ja, guck, da ist drauf. Schon. Okay. Dann sind es 10. Da ist, ja, wegen Blutung, ja, genau. Gut, dann haben wir das schon mal weg. Das Interior kriegst du auch noch weg. Jetzt ist die. Was ist das hier noch? Chilled Cold Resistant, minus 1%. Danke für eure ganzen Kanalpunkte übrigens. Wie viele Mann habe ich denn? 4. Dann würde ich das andere Schaf auch schon mal ein bisschen anfrösteln. Minus 2 Cold Resistance. Und ein bisschen ist dann, geht dann das Feuer wieder weg. Nee. Okay, mehr kann ich nicht. Oh, plus 3. Okay. Ist das denn die Anzeige? Diese grünen Dinger sind dann wahrscheinlich, was wir nächste Runde bekommen, ne? Nehme ich mir jetzt mal an. Das also kann das, sein. Dass wir nächste Runde plus 3, plus 2, plus 3, plus 3. Das Grüne ist vielleicht die Basis. Genau, wenn du raufgehst, dann siehst du das. Wenn du einen Charakter anwählst, auf dem Charakterbogen bist, dann steht oben 4 bei mir zum Beispiel und 3 je Turn. Du musst rechts auf Charaktersheet. Wenn du auf dem rauf bist, dann hast du, genau. Und dann siehst du oben, wie viel du aktuell hast und wie viel du je Turn kriegst. Okay. Also der Heiler kriegt 5 Karten je Turn und 3 Energy. Okay. Ja, dann heil die mal weg. Ich heil die jetzt weg, ja. Ich heil die jetzt sowas von weg. So, mehr kann ich tun. Ja, das andere stirbt ja von selbst und dann haben wir es ja eigentlich geschafft. Aber nicht in der ersten Runde, oder? Weil es am Start der Runde ist. Moin Möpi. Aber es gehört ja noch zur Runde 1. Ich denke mal, das passt jetzt. Plopp. Yes. Oh ja, Exzellenz. Juhu. Nice. Locked Cards. Locked Cards. During your adventures, you will discover new cards after each combat. All cards shown will be unlocked. Remember, you will only be able to craft unlocked cards. What? Okay. Also wir unlocken die nur und müssen die dann aber noch bauen. Noch craften, ja.
I see. Aber wir kriegen jetzt alle oder müssen wir eine auswählen? Boost Shards 30. Verstehe ich noch nicht so ganz, aber gut. Ich auch nicht. Müssen wir was auswählen, ist die Frage. Okay, man muss doch auswählen. Aber Holy Smite hattest du, oder ist das ein Upgrade für deinen Holy Smite? Ja, macht 22 Damage. Also den habe ich, glaube ich, noch nicht. Ach nee, stimmt, nee, oder? Was hattest du? Nee. Ach, nee, nee, Holy, doch, ich habe Holy Smite, aber der macht nur 12 Damage. Das ist eine höherwertige. Ja. Stimmt, Karten wählen oder Geld, ja. Aber ich denke mal, am Anfang ist es dann wahrscheinlich, wenn man später irgendwie Doppelte hat vielleicht oder so. Naja. So, was will ich denn da? Blitz? Oder hier nochmal Feuer? Warum ist denn Feuer so schwach? Okay. Monsters killed plus 3. Cards unlocked plus 10. Current Score 129. Main Road Rare Event. The Lost Sheep. Ja, ich glaube, ich weiß, warum die weg sind. Merkwürdig. You see a small sheep running towards you and away from a group of sheep to look angry. Guten Morgen, Dallelich, hallo. Hallo. The poor sheep hides behind you, seeking shelter from the other sheep that were chasing her. Ah, okay. And you notice that this sheep has a necklace with her name, Betty. On the necklace, it also says the owner's address is Eastern Farmland. The other sheep are likely to attack you if you don't walk away from Betty. You could try to return her to her owner to or ignore it. So, also wir können Betty wegschieben. Oder nicht. Ja, ich würde auch sagen, wir kämpfen nochmal gegen die Schafe. After the fight, you will have to cross the field to the north to be able to return Betty to her owner. Na ja, gut. Ah, okay, dann gehen wir da rüber. Interessant, interessant. Achso, guckst du parallel in die Karte rein, das ist natürlich cool. Ja, du kannst auf Halt gehen, dann ist das Buch zu. Und wo ist die? Ich sehe aber gar nichts. So, wir müssen ja, nach, wir gehen über das nach Norden Field, einfach. Dann würde er wahrscheinlich nach Norden direkt so gehen. Wahrscheinlich da zum Haus, vermute ich mal. Hm, okay. Du musst dann noch Ready drücken? Okay, hast du. Ja. Perfekt. Ich wollte nur nicht Ready klicken, während du auf die Karte guckst. Ah, mach das ruhig. Okay. Die gucken very angry. Ja, die sind irgendwie anders. Ich habe 4 Points. Ja, aber ich kriege ja hier noch. Achso, nee, du bist ja wieder zuerst, ja. Nee, alles wie immer. Ich freue mich aber auch schon auf die RPG-Elemente, wenn wir unsere Charaktere dann noch mit geilem Zeug ausstatten können. Ja, du konntest ja eben schon Ausrüstung in der Stadt kaufen. Das habe ich ja zum Beispiel gemacht. Ich habe ja bei meinem... Was? Ja, ich habe mir eine Armbrust gekauft. Plus 1 Schaden. Mit meinem Geld? Du machst richtig viel Schaden jetzt. Du machst jetzt richtig viel Schaden. Mit deinem... Scheiße, aber auf den ersten. Ja, und dann hast du nur noch Verteidigungskarten. Konntest du dann auswählen, auf wen du gerade angreifst? Nein, ich konnte auch nur Front. Auch nur Front, fahren. Okay. Ja, weil sonst sollten wir uns da vielleicht absprechen, aber gut, dann sind die beide scheinbar. Achso, du kannst dann wahrscheinlich mit deiner Armbrust kannst du dann auch die hinteren anschießen, aber mit deinem Schwert genau. Nur den ersten. Ja, deswegen, ich weiß nicht. Macht das Sinn? Ich gebe uns erstmal allen Schild. So. Das ist hier also meine geupgradete Karte. Wenn du die Karte für die nächste Runde behältst, behalt die für nächste Runde, weil dann ist der nächste eh vorne. Ich befürchte fast nicht. Wir sehen beide dasselbe in dem Fall, ja. Ja. Dankeschön für dein Follow, Dadelich. Also wir haben halt hier im Kampf, sehen wir beide das Gleiche. Terael kann jetzt meinen Karten auch so Hinweise geben, dass er sagt, hier, spiel mal die Karte. Ich kann hier auch so emoten, theoretisch. Genau, jetzt hat Terael hier empfohlen, die Karte zu spielen, was auch ganz cool ist. Aber außerhalb des Kampfes sind wir eigentlich getrennt voneinander. Also dass dann zum Beispiel in der Stadt kann Terael dann seine Karten upgraden und seine Sachen machen und ich kann meine machen. Und wenn man dann fertig ist,
Ja, also das Einzige, wo man halt nicht so vorplanen kann, ich kann jetzt nicht schon mit meinem, oder Terrell kann jetzt nicht mit seinem nächsten Charakter schon irgendwie seine Karten vorplanen. Hier muss er jetzt wirklich dann auf mich warten und kann mir halt zumindest Tipps geben, was er machen würde. Also ich würde nur gucken, dass du dir vielleicht, ja, wobei du brauchst ja auch nicht noch Schild geben. Ich weiß also, ja nicht, wie viel Schaden die überhaupt machen, die Viecher, falls sie ja, nicht eh bis dahin so tot sind. Ja, warte, kannst du das nicht sehen? Nee, ne? Ja, irgendwie, ich glaube, was die machen, können wir irgendwie nicht sehen. Siehst du nicht. Also, es macht, also für mich macht es keinen Sinn, jetzt da die 18 Damage auf den ersten drauf zu hauen. Da würde ich eher gucken, der, ob die Karte für nächstes Mal da bleibt. Der Text ist in gelb, das kann ich nicht einfach so raushauen. Das ist bestimmt was Tolles. Blunt Damage. One per Charge. Eigentlich hat er sogar die Magierin weniger AP, dann blocken wir die noch mehr. So. Dann gebe ich mir auch noch einen und das reicht. Oh. Ich will gar nicht sehen, wie viel Schaden die machen. Aber wir haben Schaden genommen. Ja. Meh. Ja, so ein zweites Soundfile für Schaden und Kram wäre ganz cool. So. Wir können jetzt super viel Frostboden. Was haben wir hier noch alles? Extra Energy per Charge. At the start of the turn. Also sind auf jeden Fall noch relativ viele Mechaniken am Anfang. Ich bin noch ein kleines bisschen überfordert und will mir jetzt auch ehrlich gesagt hier on-stream nicht die Zeit nehmen, das alles komplett durchzulesen und zu verstehen. Was ich schade finde, ist, dass ich die Tooltips nicht sehe, wenn ich darüber hover, sondern ich muss dann wirklich die Karte mit rechts anklicken, um mir dann anzugucken, was für eine Karte ist, wenn ich es wissen will. Ich würde sagen, ich froste mal eins ein bisschen weg. Wie viel Mana habe ich? 4. Ich habe eh nur 4 Mana. So, chill mal. Chill mal deine Base. Vier Energy. Okay, dein Heiler hat übrigens ein Item an, die Bandagen. Alle Helden heilen sich um 3 nach Kampfende. Mhm. Aber was heißt denn Kampfende? Heißt das, dass wir sonst angeschlagen in den nächsten Kampf gehen? Wenn wir gar nicht bei jedem Kampf hochgeheilt? So hätte ich das jetzt verstanden. Dann muss ich wahrscheinlich doch mehr Verteidigung raushauen, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber ich finde so eigentlich so die Basis des Spiels finde ich schon ganz cool. Also ein starkes Dungeon mit Multiplayer ist eigentlich ziemlich nice, finde ich. Wird sich dann irgendwie später noch in den Details zeigen. Oh, die werden auch geheilt. Das wie, die werden auch geheilt? Ja. Voll geil. So eine Dings sehen? Nee. Moment, da mache ich 9 und da mache ich 7 Schaden. Interessant. Hast du dir gemerkt, wie viel HP die Schafe in der ersten Runde hatten? 41. Meine ich. Und guten Morgen, Shark, und danke für dein Follow. Guten Morgen, Shark. Wie habe ich denn jetzt noch 2? Ich glaube, das ist ja eh so ein bisschen das Ding. Es erinnert mich gerade an das Spiel, was Möpi mal gespielt hatte, dieses Board Game, wo er dann ja irgendwie auch alleine 4 Charaktere irgendwie steuern musste, was dann sehr überfordernd war. Ich denke dann mal auch, wenn jetzt wirklich jeder einen Charakter übernimmt und sich mit seinem Charakter erstmal auseinandersetzen kann und nicht irgendwie 2 oder noch mehr Charaktere steuern muss, kann ich mir das schon echt ganz cool vorstellen. Ja genau, ein Gloomhaven. Wieso ist der eigentlich nicht gestorben? Der war noch nicht ein zweites Mal dran bisher, oder? Ach so, wenn er ein zweites Mal dran ist. Okay. Sören ist gerade dran. Ist ja doof. Ich habe noch 2.
Also wer gerade dran ist, sieht man, glaube ich, hier an diesen grünen Pfeilen. Ansonsten auch so ein bisschen an der Kartenfarbe, glaube ich, hier. Die Jägerkarten sind alle grün, die Magierkarten blau und so weiter und so fort. Ja, das ist halt ein bisschen kacke, dass ich nur hier... Ja, du kannst ja nicht... Jetzt muss ich den ersten wahrscheinlich weghauen, ne? Ja, wahrscheinlich mit einem kleinen Schaden. Irgendwas, was möglichst klein ist. Aber erstmal würde ich die Enrage würde ich wahrscheinlich auch als erstes spielen. Ja, dann mache ich lieber den weg, lieber die Blutung auf die anderen, würde ich fast sagen. Ja. Bäh. So, das wären 10 Schaden und 16. Das ist ein bisschen Overkill. Ja, wobei, ich komme ja eh nicht an den anderen dran, ne? Mm-mm. Ach, kacke. Ja, dann mach ich ihn jetzt einmal weg. Ah, ich kann mir gar nicht leisten. Egal, aber der stirbt ja am Gedöns. So. Jetzt habe ich natürlich den gefrostet. Ich glaube, ich muss mit Magier echt irgendwie auf den letzten dann einfach direkt gehen. In dem wir am schwersten drankommen. Ja. So, was macht das denn hier? Ein extra Dings und ich Spark Lightning Resistance minus 1. Was ist das hier? Inspire, draw one card per charge. Achso, okay, ich muss dann immer dieses Energize machen. Und kann das dann später ausnutzen mit anderen Karten, scheinbar. Tja. Oh, kriegst du sogar ganz weg. Geblitzdingst. Ja gut, ne, dein Fireblast macht halt nur 4 Schaden, kostet dich dafür ja, aber auch nichts. Kostet aber ne? auch nichts, ne? Okay. Eigentlich kannst du uns ja dann auch jetzt einen Ticken wieder hochheilen und dann... Statt Schaf stirbt ja eh von selbst. Ich würde heilen, aber ich kann nicht heilen. Oh shit. Guten Morgen, Chiaro, hallo. Guten Morgen, Chiaro. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht... vernachlässigt, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man mit mehreren Leuten im Stream ist. Nämlich natürlich die größte Karte, die ich habe. Yes! Das ist Lightest Dungeon, genau. Also das ist Lightest Dungeon. Und mit Koop. Und bis zu 4 Leute Koop. Ist bis jetzt eigentlich ganz cool. Also hat Potenzial auf jeden Fall. So, jetzt muss ich, diesmal nehme ich mal nicht, drücke ich nicht einfach auf irgendwas. Ja, man kann die ja nicht wieder rausnehmen, das ist ein bisschen blöd. Dass man sagt, oh nee, ich will das doch nicht, das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich die Frage, will ich hier eigentlich, ob wir den Tank halt mehr auf Tanky oder mehr auf Damage machen, aber ich habe leider nur Damage-Sachen zur Auswahl. Also ich hatte bei dem Jäger gerade nur Melee-Attacks und die habe ich jetzt nicht genommen, weil ich gesagt habe, wenn will ich da eigentlich mehr auf die Armbrust gehen. Ich meine, man kann natürlich überlegen, ob man dann stattdessen Shards nimmt oder ob man irgendwie auch eine Karte nehmen kann und die vielleicht auch irgendwie später dann entzaubern oder so in der Kirche und dafür vielleicht noch irgendwas bekommt. Damage and Heal dann 5% per Charge. Deal Schaden equal zu deiner Kartenhand. So, markiert, Damage taken. Wie Damage taken? Achso, ja gut, den ich markiert habe, okay. War das Stealth? Keine Ahnung. Ich nehme mal einfach die Warpaint. Und haben wir hier noch schönes. Die Auge. Irgendwas mit Gelb. Das sieht. Ah ne, das hier. Ist das dann episch oder nee? Ah ne, das sind die Schadensarten, kann das sein? Das ist die Schadensart. Shadow Spell, Curse Spell und noch ein Shadow Spell.
Ja, vielleicht liest man sich auch irgendwie vorher einmal da das Tome of Knowledge durch. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man irgendwie im Singleplayer-Modus auch irgendwie ein Tutorial hat oder so im Vergleich zum Multiplayer-Modus, aber... Ich meine, richtig viel erklärt... Na gut, ein bisschen wurde uns schon erklärt. Tja, es ist mir einfach zu viel Auswahl, ich kann mich nicht entscheiden. Deswegen nehme ich das Simplere. Ah ja. Jetzt können wir nämlich da nach Norden gehen, theoretisch. Aber konnten wir scheinbar so oder so, oder? Kann das sein? Wenn wir jetzt nach oben gehen, können wir auch noch. Achso, da ist auch Bettys Haus. Achso. Wir müssen sogar nach oben. Wir müssen nach oben? Also wenn wir Betty abgeben wollen, müssen wir zweimal hoch. Achso. Ja, stimmt. Ich glaube, Möbi, man muss immer mit vier. Also man muss, glaube ich, immer die vier Chars voll machen. Man kann halt nur, wenn man mit vier Leuten spielt, hätte dann halt nur jeder einen. Wobei ich jetzt nicht weiß, nee, wir mussten immer einen auswählen. Wir konnten jetzt nicht irgendwie KI einsteuern lassen, glaube ich. Nee. Also ich weiß nicht, ob du die Plätze hättest freilassen können, aber das glaube ich nicht. So, Obelisk Corruption. The Obelisk Influence is corrupting the monsters in this area. You can choose to fight them under the effects of corruption to increase the difficulty and gain additional rewards. Only the master of the game can accept a corruption and its rewards. Was ist denn da? Also wir kämpfen quasi gegen zwei Bauern und ein Schaf, oder was? Mhm. Und das ist das, was wir... Nee, das ist der Effekt, den wir haben. Monsters gain plus ein Damage. Genau. Und plus 15 Feuerresistenz. When a monster deals damage, it applies one burn. Nee, das ist... Burning Weapons, genau. Und so, Schwierigkeit du kannst auswählen, ob wir einen Upgrade-Altar kriegen oder ob wir einen raren Equipment-Shop kriegen. Hm. Ich will lieber... Aber wollen wir die Challenge? Oder muss ich das? Also ist das denn... Okay, wenn ich was ankriege, ist automatisch accepted. Ja, aber du kannst den Haken wieder rausnehmen und einfach unten auf Continue gehen, wenn du sagst, du willst die Challenge nicht. Aber wir wollen das bestimmt rausfinden, oder? Du kriegst es eh nicht wieder weg, ne? Doch. Okay. Aus Scientific Purposes. Ja, müssen wir. Für den Stream, damit ihr nicht in diese Falle reinlauft, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Ich dachte, kriegen wir doch hin. Wir haben jetzt die anderen Sachen, haben wir ja easy geschafft. Guck mal, ja, der hat eine Gießkanne dabei. Was soll passieren? Okay, aber das Schaf hat gleich viel HP wie in der letzten Runde. Okay, das ist schon mal gut. Also die scheinen nicht irgendwie anzusteigen permanent. Wahrscheinlich dann erst in Akt 2 werden die dann stärker oder andere Monster mit anderen Skills. Jo, der hat gesessen. Und die anderen beiden gehen halt nur auf Front. Aber gut, der hat ja eh ein bisschen mehr HP. So, Warpaint kostet nicht mehr was. Das ist natürlich schön. Und ich habe 4 Mana. Tja, würde ich ja sagen, auf ihn. Mit Gebrüll. Na dann. Plus 10% Damage. Oder verliere ich das jetzt, wenn ich einen spiele? Nee. Okay. Der ist echt so. Der heilt auch noch. Und der. Aber viel Schaden haben sie ja nicht gemacht. Kannst du gleich schön alles wegheilen. Mal gucken, ob ich das kann. Alles klar, Mübi. Guten Lurk dir. So, X equals Card in my hand. Das heißt, das sollte ich eher früh spielen. Mhm. Geht auf ein Monster. So,
Wie viel Mana habe ich noch? 4. Also eigentlich würde ich ja gerne das hier vorbereiten, weil irgendwie... Aber eigentlich ist das jetzt zu früh, glaube ich. Das wäre eigentlich besser, wenn ich das später spiele. Das macht Transmission. Oder? Also dieses Energize verstehe ich so, dass ich mir als Magier irgendwie meine Energie hochschrauben muss. Okay. Ach nee, am Start des Turns sind die weg. Ah, okay. Aber dann wäre es trotzdem sinnvoller, erst die Karte zu spielen. Wie viel Mana habe ich noch? Immer noch 4. Okay. Dann mache ich erst dich vielleicht das. Selbst schützen, weil du noch... Ja. Dann mache ich das und kann, glaube ich, Karten ziehen. Ah, nee, das muss ich auf mich machen. Also ich kann das auf jeden Helden machen. Mit. Keine Ahnung. Aber, nee, ach so, man sieht da meinen grünen Balken. Ich krieg nächste Runde super viel Liegedöns. Mehr Energie. Und moin, Dring, hallo. Hallo, Dring. Aber was war jetzt? Kann man sich die letzte Karte nochmal angucken? Nee. Doch, die ist auf dem Ablagestapel. Na, ich hatte aber eine andere zuletzt gespielt. Stimmt, du hast die Transmission gehabt, ne? So, was startet? Draw one extra card per charge at the start of the turn. Achso, das hier ist dann auch für nächste Runde. Okay, das heißt, ich habe mich für nächste Runde ein bisschen gebufft, I see. Ja, dringend. Das ist dieses Wochenende noch kostenlos, falls du da alleine reinspielen willst. Aber ich finde es bis jetzt eigentlich auch ganz cool. Und wenn man das irgendwie hinbekommt, sich da mal regelmäßig ein bisschen zu verabreden, um das zu spielen ein bisschen, wäre ich durchaus interessiert, da so eine Vierergruppe mal zu machen. Bis jetzt. Bis jetzt finde ich es eigentlich ganz, ganz cool. So, jetzt wollte ich noch ein Schild machen. Was gibt mir das nochmal? Resistances und Shield Block per Charge at the start of the round. Okay. Schon, glaube ich, ganz gut. Achso, ich darf mir aussuchen, auf wen? Ja, auf dich. Du hast am wenigsten Leben. Na gut. Würde ich jetzt sagen. Machen wir das so. Und wo der Dring gerade da ist, nochmal vielen lieben Dank persönlich, denn der Dring war gestern so verrückt, ich weiß auch nicht, hat den 1. April irgendwie falsch verstanden und hat mir Have a Nice Death geschenkt. Das Ach, heißt, cool. Ihr und Stream könnt euch da schon mal drauf vorbereiten, dass dann, also jetzt die nächsten Streams sind ja schon alle verplant, aber dann spätestens irgendwann ab nächstem Wochenende oder nächste, beziehungsweise übernächste Woche dann werde ich da auf jeden Fall mindestens ein Angespiel zu machen. Dann gucken wir da mal rein. Ist ja jetzt aus dem Early Access raus. Also vielen lieben Dank nochmal dringend dafür. Okay, aber das heißt, dein Heiler kann sowohl schilden als auch heilen dann, ne? Und auch Schaden. Mhm. Ja. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man dann irgendwann später in der Stadt nochmal das alles so ein bisschen rum experimentiert, dass man dann irgendwie sagt, okay, Schaden mache ich gar nicht mit dem Heiler oder so. Oder mit meinem Warrior, dass wir irgendwie gar keinen Damage machen und alles irgendwie auf Tanky-Sachen oder so. Oder die Magiearten vom Magier irgendwie ein bisschen eingrenzen oder so. Geil, jetzt ist kein Monster mehr in Front. Ach so, weil du nur die ersten zwei Slots im Melee angreifen kannst wahrscheinlich, ne? Oh nee, es ist doch jetzt aber erst der zweite Slot. That's weird. Mhm. Aber zählt, kannst du denn wirklich nur quasi Slot 1 und 2 angreifen? Und die sind jetzt quasi Slot 3 und 4? Wahrscheinlich. Das heißt, du kannst die wahrscheinlich... Okay, du hast eh nichts. Du hast eh nichts zum Angreifen. Es sei denn, dein Endrange bringt dir was. Wie viel Mana habe ich denn insgesamt? 4. Okay, es würde schon einen Unterschied machen, wenn ich es spiele, oder? Du hast jetzt 3, wenn du sie spielst, hast du 4. Ja. Ja, kannst du schön schilden, diese Runde. Schilde ab! Ich würde wahrscheinlich den Hunter nehmen, weil der am wenigsten Schild hat gerade. Am wenigsten Schild, ja.
Oh, das Schaf hat sich geschildert. Gehen die nicht nach vorne? Bleiben die jetzt so? Scheinbar schon, ja. Oh, du hast ein Mana-Gem. Wusste ich gar nicht, dass ich das hab. Ist ja wie die Münze bei Hearthstone. Ja. Warte, erst gucken, ob ich irgendwas hab mit... Ja, du, vor allem, du hast sechs Karten, du hast jetzt sechs Mana, also ich würde den Gem wahrscheinlich jetzt nicht spielen. Aber ich meine, er wird ja eh abgelegt, oder? Also ich meine, macht doch jetzt keinen Unterschied, aber. Achso, er wird aber verbrannt. Der wird verbrannt, wenn du ihn spielst. Ja. So, okay. Ja, keine Ahnung. Dann fangen wir mal an. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das schon auch Sinn macht, beim Magier irgendwie in einer oder ein, zwei bestimmten Elementarklassen zu bleiben. Um hier das Debuffen, damit das Debuffen auch irgendwie mehr Sinn macht. Tja. Es könnte für mein Gefühl noch ein bisschen schneller gehen. Ich weiß nicht, ob man dafür jetzt extra die Settings einstellen muss. Man kann ja auch in den Settings irgendwie einstellen, dass die Kämpfe schneller ablaufen. Aber ich muss halt immer warten, bis die Animation fertig ist, bis ich die nächste Karte spielen kann. Fände ich eigentlich ganz cool, wenn ich die einfach so reinschmeißen kann und dann die Sachen einfach abgespielt werden nacheinander. Die bringt dir ja noch Vorteile für nächste Runde, ja. Flash. Wäre neugierig. Ja, ich würde jetzt eigentlich auch sagen, ne, dass es das Spiel aber auch so ein bisschen eine Mischung aus Slay the Spire und Darkest Dungeon dann eigentlich ist, vielleicht. Oh. Die wäre dann, glaube ich, gut gewesen zu spielen, bevor du deine Karten burnst. Ja, habe ich danach auch gerafft. Aber die verbrennt sich auch, die Karte, falls du spät in der nächsten Runde nochmal irgendwie, ich weiß nicht, ob wir noch, ja, aber ich denke mal, eine dritte Runde haben wir bestimmt noch, oder? Guck mal, jetzt sehen wir auch bei dem Schaf die Karte, die spielt. Ja, weil ich, Achso, weil du es aufgedeckt hast. Okay. Genau, ich habe Vorhersehung gespielt. Okay, nice. So, den erstmal weg. Jetzt kann ich nur noch die spielen, aber das ist egal. Ist der Gegner dann pro Koop-Partner öfter dran? Nö. Also die Reihenfolge der Angriffe siehst du hier oben. Das ist dann immer eine Runde und... also man spielt halt, wenn man Singleplayer spielt, am Spiel ändert sich eigentlich nichts, ob man mit ein oder vier Leuten spielt. Der Unterschied ist halt nur, wie viele Leute man selber spielen muss. Aber ansonsten, wenn du alleine spielst du auch alle vier Typis und dann halt nacheinander. Ja, schön. So, der Rest ist eigentlich egal. Und dann Pommel. Pommel ist gut. Was macht das noch hier? Crack, Land Damage. Okay. Der Rest ist nicht egal, weil du hast ja nur drei Energie. Ja. Ich meine, ich könnte noch einem Helden 5 Rüstung geben. Sehen wir denn noch, wen er angreift? Nee. Doch, Front Hero. Okay. That's me. Ach, da bin ich ja schon wieder. Jupp. So, was macht das hier? Shadow Resistance, okay, habe ich vermutet. Dann hauen wir erstmal das hier rein. Alter, richtige Mana. Wieso? Halt, warte. Wenn du jetzt den Frostbolt nimmst, ne, ist das Schaf weg oder nicht? Habe ich das falsch gesehen? Achso, das kann sein. Aber macht ja nichts. Du kannst doch erstmal noch andere Sachen nehmen. Ich kann noch ein bisschen hier zeigen, was man kann. Ja. So, alle Nummer 3 geheilt. Unlocked. Okay.
So, ich habe aber auch gerade gesehen, als die Karten aufgeploppt sind, stand da auch irgendwie Unlock und Upgrade und Pipapo. Oh, hiermit kann ich sogar Monster angreifen. Oh, das ist doch vielleicht ganz gut. Wenn ich ein bisschen mehr Möglichkeiten habe. Oh, wir haben aber trotzdem noch einen Great Performance Bonus bekommen. Kannst du mir hier eigentlich auch noch Hinweise geben? Nee, kann ich nicht. Okay. Das kann ich leider nicht. Ich meine, Shield Bash finde ich auch ganz nice. Also Mischung aus Dingens. Und jetzt habe ich auch gerafft, was die Slash und Dingens Schaden sind. Ist halt das Symbol. Also die Schwertsymbole sind dann die Slash Damage, nehme ich mal an. Und der Hammer ist dann der stumpfe Schaden. Wahrscheinlich, ja. Ich bin mal ganz kurz weg und gleich wieder da. Mach das. Aber ich glaube, damit ich einfach auch mal ein paar andere Monster angreifen kann, würde ich jetzt mal den Sweeping Strike hier nehmen. So, und das hier gibt der Bonk Damage. Und das hier gibt Speed. Das gibt Schattenschaden plus Schattenresistenz und 10 Schild, 10 Barriere. Und ein Resistance-Dingen. Das ist die gute alte Mana-Barriere. Oder ich nehme halt Kristalle. Ich habe halt gar keine Kristalle mehr. Egal. Ah ja, jetzt sind wir bei dem Verbesserungsaltar. Jetzt ist halt nur die Frage, kriegen wir den jetzt umsonst oder muss ich dafür bezahlen? Weil wenn ich dafür bezahlen muss, habe ich keine Kohle. Oh, krass, das könnte ich sogar machen. Interesting. Interesting. Tja, das Problem ist, dass ich keine Kristalle mehr habe. Hast du alle ausgegeben? Das heißt, ja, ich hatte ja, du hast mir ja 30 gegeben, damit ich so eine Superkarte, also weiß nicht, ob die super war, aber. Ja, das heißt, mir bringt das hier gerade gar nichts. Ich guck gerade mal, ob ich bei mir irgendwas. Alter, 1260 Kristalle. Wie? Genau, ich habe kein Crystal mehr. Okay, aber ich sehe auch nicht, was du machst. Nee, das stimmt. Und ich kann dir auch leider keine Kristalle abgeben. Ich bin komplett blank. Echt nicht? Das ist aber schade. Ah ja, hier sieht man auch, was man alles freigeschaltet hat. Aber die, okay, die Charaktere scheinen sich aber schon die Karten insgesamt zu teilen. Dass Magier dann auch Magierkarten benutzen irgendwie. Hier können wir uns alle Karten angucken. Du kannst ja auch alle Karten angucken. Uiuiui. Jo, das sind schon ein paar. Glossary kannst du ja anzeigen, dass nochmal was, welches Icon genau bedeutet und so. Was ist das hier? Enchantments? Ist das für alle, oder was? Boons. Injuries. Ugh. Items. Geil. Okay, ganz cool. Gut, bist du schon... Achso, muss ich hier irgendwo was drücken? Oder muss ich Exit drücken, oder? Players ready. One of two. Dann mal hoch zu Betty. Wie spät haben wir es eigentlich? Ja, okay, haben noch ein bisschen Zeit. So, Event Rolls. Some options will force you to roll in order to determine the result of the action. Each character will use the cards from their own deck. Okay, das sind, dann, sind das dann wieder die Mana-Kosten oder was? Naja. So, will force you to roll in order to... Betty returns safely. You arrive at the Eastern Farmlands with Betty intact when a farmer approaches you and says, "Oh, you found Betty. Thank you so much, strangers. Even being so small, she is my favorite sheep, and I won several local contests with her. I wonder how she got away. I don't have much gold,
But you might be interested in hearing a rumor as to where the legendary golden sheep might be. What do you want as a reward? So, wir haben ask for the legendary golden sheep oder ask for some gold, whatever they can give you. Oder you ask for 500 gold if you want Betty back. Ich kann mich nicht umentscheiden. Oh oh, das müssen gleich rollen. Success probability 32%. You offer him 500 gold to keep Betty for yourself. Ja, wir haben nicht genug Kohle. Wieso, da brauchst du ja keine Kohle für. Für das Abkaufen schon. Nee, du willst sie ja nicht abkaufen. Du sagst, du willst 500 Gold, weil du sie gerettet hast und willst sie behalten. Nee, wenn er... Nee, also ask. Die mittlere Option ist... Ach so, da wir kriegen 500 Bargain. Gold, damit okay, wir es ja, ihm zurückgeben. Ja, und genau. Die vierte Option ist, wir geben ihm 500 Gold, damit wir es selber behalten dürfen. Stimmt, so war das. Ja, alles gut. Ja, weil ich irgendwie Angst habe vor dem Outcome hier von dem Success-Dingel, nehme ich mal lieber das goldene Schaf. Oh, achso, diesmal musst du was wählen. Mhm. Aber ich habe immer noch nicht so ganz diese Mechanik verstanden. Versuche jetzt aufzupassen. The role is required to decide who wins. Das geht halt so fucking schnell. Die niedrigsten Karten mit der niedrigsten Energie geht raus. Ach so, okay, und dann fallen die Leute raus und die Person, die als letztes übrig bleibt, war jetzt der Jäger und weil du der Jäger bist, ist deine Auswahl. Ja. Errungenschaft freigeschaltet. Errungenschaft Betty. Frech! So. You ruthlessly kill the poor farmer with one swift blow. That wasn't very heroic of you, but now Betty will accompany you on your journey. You get 112 Erfahrungspunkte. Oder Score. Ja, bedankt Betty euch ist jetzt bei uns. Das ist der Terael übrigens, falls ihr da ein Follow da lassen wollt. Macht das doch. Wenn ihr auf... Wahrscheinlich nicht. Rachsüchtige, erbarmungslose Streams... Die ich bin nie rachsüchtig. Das machst du nur bei fremden Streams, ne? Wobei, naja, egal. Aha. Aha. Genau, Terra hat Anspannung verloren, weil ein Farmer erschlagen hat. Ich erinnere mich da an meine Frau in Crusader Kings 3. So, was haben wir hier? Item Rewards. Achso, wir haben Betty. Wir haben Betty freigeschaltet. Brain Resistance haben wir jetzt. Achso, wir können jetzt als Begleiter einem Charakter hinzufügen. Ach, witzig, okay. Oder wir können null Gold nehmen. Nee. Bist du für null Gold? Nein. Character Choosing, Cast Evelyn. Card Tantrum. Was ist denn Tantrum? What? Random Monster. Wie geil. Klick mal rechts drauf. Ja. Related Card, Tantrum. Und es gibt noch eine Corrupted das, Version. Ja, das Bild sieht so geil aus. haben wir denn irgendeinen Favoriten? Wer braucht dann Brain Resistance? Ist das Shadow Damage oder was? Brain Resistance. Ah, guck mal, Hinweis. When a hero equips the same item twice, the item will transform into its corrupted version. Interesting. Das ist lustig. Ich weiß gerade nicht, müssen wir nochmal da ins Dingens, ins Buch gehen? Glossary? Ja, ich guck gerade. Was ist das Brain? Ich finde das Brain nicht. Was ist das Brain Resistance auch nicht dabei? Dark. Insane. Stress. Gibt's auch. Da kann Terael Stress verlieren. Ja. Anspannung. Ja, ich würde dem, keine Ahnung, damit wir den der Magierin irgendwie was Gutes tun und die halt immer mehr Resistance hat, wäre das ja ganz ich gut. Ich finde ja so, irgendwie... Roleplay-technisch würde ich es, glaube ich, deinem Jäger geben. Der ist dann so der Jäger. Roleplay-technisch, das stimmt. Okay, dann nehme ich jetzt das Gold. Ich drücke mal jetzt aufs Gold und dann müsste es ja eigentlich an dich weitergehen. Aber es gibt ja nur 0 Gold. Ja, aber damit du eine Chance hast, das zu bekommen, glaube ich. Also du kannst jetzt wählen zwischen... Ach, ich kann jetzt selber dann nehme ich das Schaf. So, und ich könnte jetzt wahrscheinlich so Anrecht drauf anlegen, wenn ich es auch haben möchte. Wahrscheinlich, ja. Aber da haben wir uns drauf geeinigt. Aber finde ich echt cool, die Mechaniken, dass man da auch echt gegeneinander sich ein bisschen auch battlen kann und so. Equipment ist covered plus 1. Okay, perfekt. So, rückwärts können wir nicht gehen. Das heißt, wir müssen zur Suspicious Hedge. Aber können wir denn jetzt hier auch noch irgendwas craften? Nee, ne? Wir haben die Chance wahrscheinlich echt nur am Anfang, können wir einmal craften. Kannst du nur an der Stadt.
Kann ich hier irgendwas machen? Character, Hero Deck, Character Sheet. Level and Trades, okay. Wenn wir dann Level abbekommen, dann kriegen wir sogar noch irgendwelchen Kram. Ich denke mal echt, dass es eher ein Roguelite ist als ein Roguelike. Kann ich mir echt nicht vorstellen eigentlich, dass man das alles wieder verlieren soll. Gibt ja auch noch Perks. Oh. Ach, ja, scheiße. 4 Seiten Perks, und du Bescheid weißt. Na gut. The Hedge. You come across a house in ruins, and inside you see a large hedge. You try to open the hedge, but it is properly closed. A few seconds later, a voice speaks to you through the hedge. Only those touched by the flames. Then the voice remains silent, as if waiting for a passphrase. What do you want to do? You don't know the passphrase, so you leave. Jumping on the hedge will break it. The problem will be trying to land on your feet. Single. One or lower. Also eine Person. Ah ne, everyone draws a card and results individual to each character. Ach so. Ja, das hat ja echt schon auch fast ein bisschen was von so, Dingens, ne? Pen and Paper Kram. Pen and Paper, ja, genau. Das hat sehr viele Pen and Paper Elemente da scheinbar mit drin. Finde ich aber ganz witzig. Macht Success. Spaß. Magnus 73, Andrew 53, Evelyn 62, Reginald 62% Chance, das zu schaffen. Oder die ganze Gruppe. Try to open the hedge in a safer way than jumping on it. Da ja, aber da hast, zusammen... nur 5, da hast du nur 55%. Bei dem anderen haben wir generell mehr Chance. Na gut. Ich lass mich überzeugen. Okay. Au. Broken bone. So, wer Success hat? A perfect landing and nothing seems to be broken. You get 22 Erfahrungen. Fail. Ouch. The impact of the fall was too strong for you and something broke. So, das heißt... was war dann eigentlich? Achso, die Karte hätte 1 oder weniger sein müssen. Mhm. Und unser Tank und unser Heiler haben jetzt gebrochene Knochen. Achso, wenn sie ziehen. Ah, okay. Das ist also eine Negativ-Effekt-Karte. Das ist noch ja, nicht genau. Jetzt aktiv. Okay. Für den nächsten Kampf wahrscheinlich dann, ja. Ist halt die Frage, ob man die dann spielen muss oder nicht. Oh, jetzt sind wir in der Hedge. Kingdom of Senethia. Oh, sind wir jetzt in einen anderen Bereich rein oder was? What? Das ist ein kleiner Dungeon. Ach. Krass. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Also das Spiel entfaltet sich doch irgendwie mehr als erwartet irgendwie. Und das Spiel kostet 15 Euro. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Junge, da muss man ja ein ganzes Wochenende einplanen, wenn man da eine Runde spielen will. Silly Gatekeepers, you are inside the hedge. Here you can see what at first glance seemed to be a normal basement, but at the end of the room, you can see a door with 3 pigmen keeping watch. They are new to this place and don't seem very excited about having to stand guard. In fact, one of them is lying down and almost asleep. The other 2 don't seem to be very smart either, but they could raise an alarm depending on how you approach. What do you want to do? Clearly, this is not a normal basement. You leave now, while you still can. Oder charge at them directly so they can't call reinforcements. Oder act as if you were one of them and go ahead. Sind die so doof, wirklich? Ja. 4 oder low. Du musst eine 4 oder weniger haben. They don't seem very smart. Let me try to intimidate them. Melee Attack Card muss man dann ziehen. Ja, okay, ich habe halt auch viele Schildkarten, ne? Kann man noch in sein Deck reingucken? Ja. Melee Attack Card. 1, 2, 3, 4. Ja gut, ich meine, ich sehe ja die Prozentzahl eigentlich, ne? Tja. Beides nicht so gut. Ja, ich glaube, dass Pretend funktioniert. Ich sag Combat. Ich darf choosen. So, das heißt, okay, jetzt habe ich verstanden. Das heißt, ich muss jetzt überlegen, was können meine beiden Charaktere gut und muss darauf spielen. Genau. Hast du viele niedrige Karten, dann gehst du auf die Lowest Card. Hast du viele Highest Karten? Aber gerade habe ich auch bei Lowest verloren, ne? Ich habe sowohl bei Closest Card 2 und bei Lowest Card verloren. Mhm. Dann musst du jetzt wohl Highest nehmen. Ah. Ich habe doch die ganzen Nullerzauber mit meinem Mage. Das kann doch nicht sein. Ich bleib dabei. Ach, come on.
Ja. Okay, ist es ein Unentschieden? Nee, es ist kein Unentschieden. Ja! Yeah. Das gibt's auch nicht. Ja, es ist reines Glücksspiel, ne? Siehst du? So, Success. Nice. Since they are new recruits and you are already in the basement, they did not doubt for you for a moment. They open the door for you and you go inside. 68 Erfahrung. Ich frag mich, wie die auf die Success Probability kommen. Weil wenn du überlegst, wir haben ja eigentlich gar nicht so viele Karten, die über 4 sind. Das war jetzt eine Gruppenchallenge. Wir mussten jetzt mit unseren zusammengezählten Karten unter 4 bleiben. Ja, klar, habe ich auch gleich so verstanden. Also die andere war ja, es gab ja Single Group und dann auch jetzt so einzelne Charaktere. Ja, okay. Aber ja, das war jetzt eine Gruppenchallenge, dass wir mit allen 4 Karten drunter bleiben müssen. So, macht eigentlich keinen wirklichen Unterschied, außer dass da oben irgendwie eine Statue steht. Keine Ahnung, was die bedeutet. Ich will zu der schönen Gargoyle-Statue. So, was sagt die Uhr? Geht immer noch. Ah, schon wieder eine Corruption, wenn wir wollen. 15% mehr Monster-Dings und was ist das hier? Thorns. Die starten mit 5 Schaden. Okay. Aber wir wissen nicht, was das für Charaktere sind. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Aber die Challenge ist scheinbar easy. Und Upgrade-Altar war das, wo man die Kristalle für braucht, ne? Das heißt, das können wir eh nichts mit anfangen. Ja. Oder wie viele Kristalle hast du? 40. Okay. Ich habe ja immer noch 0. Ich habe noch keine Karten entzaubert bisher. Also ich würde wahrscheinlich die Challenge nicht... Also die Challenge ist halt easy, aber die Frage ist, wie schwer ist der Kampf generell, ne? Richtig. Na gut. Also ich eigentlich Bock hätte, Items zu kaufen. Du bist der Spielmaster. Du darfst aussuchen. Ich würde eigentlich gerne Equipment kaufen. Oder mal zumindest mal sehen. Du bist quasi der Spielleiter. Von daher reiße ich uns jetzt ins Verderben. Dafür hast du den Bauern umgebracht. Die machen auch noch Piercing-Damage. Dein Schaf hat schon mal direkt reingehauen. Das Schaf ist so geil, dass es dabei steht. Ist schon so cool, ey. Ah, wie viel habe ich denn? 4. Andrin und Betty, sie werden in die Geschichtsschreibung eingehen. Mind Resistance, okay. Hier, du bist erstmal gemarkt. Habe ich noch 3. Prevents 3 Stealth Charges. Was das mit dem Stealth bedeutet, habe ich irgendwie noch nicht so ganz. Es geht aufs Frontmonster. Stealth. Damage and Heals plus 20% per Charge. Cannot be targeted directly by enemies. Remove all charges after playing a card. Okay. So, Howl. Natürlich, der Start ist erstmal Howl. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe mir jetzt hier Sweeping Strike geholt. Damit kann ich auch mal so ein Monster angreifen. Und das macht dann noch irgendwie Schaden auf die Seiten. Ach, cool. So, alle langsamer. Hat aber nicht viel gebracht. Außer, dass Mage jetzt ein bisschen früher angreifen darf. Oh, die andere, die castet sogar 2 Karten. Die da hinten. Ja, dein Intercept kannst du ja auf jeden Fall auch noch spielen. Stimmt. Kostet ja nix. Klonk. So, 4 Mana habe ich noch. Aber ich krieg halt auch, ich kassiere jetzt wahrscheinlich auch schön, ne? Krass, dass ich damit so... Warum mache ich bei denen so viel Schaden? Ja gut, das ist auch den, der in der Mitte ist. Achso, ist auf den in der Mitte. Der zeigt, der zeigt nicht die links-rechts-Dinger an. Nee, glaube ich nicht. Disc Knife. Läuft eigentlich ganz gut. Wir spielen zum ersten Mal, testen gerade die Sache ein bisschen aus. Macht bisher einen guten Eindruck. Kennst du dich aus mit Across the Obelisk? Okay, ich schlage jetzt einfach mal in die Mitte, würde ich sagen. Damit beide anderen Schaden nehmen. So. Das heißt, ich habe jetzt 3-mal Dornen kassiert. Nice.
Blockt. Need heal. Mhm. Where's my healer? So, Mana-Schild könnte ich machen. Zweimal hier diese Battery-Dinger. Aber bringt mir nicht, weil ich die andere Karte nicht habe, ne? Obwohl, na gut, für nächste Runde bringt's mir was. Wobei ich gestehen muss, dass ich meistens die Heiler-Rolle einnehme, womit ich lernen musste, meine Gegner einzuschätzen. Okay. Also du spielst dann auch mit anderen Leuten in Gruppen eher und dann einen Charakter sozusagen. Es hat ja auch, wenn ich es richtig gesehen habe, auch wirklich ja Multiplayer, kannst du ja auch online spielen und auch nach Gruppen suchen und so. Das ist schon eigentlich alles ganz cool gemacht. So, ich gehe dann ja wahrscheinlich auf die Casterin, oder? Ja, wäre glaube ich ganz gut, wenn wir die irgendwie zuerst wegkriegen, oder? So. Macht's nicht leichter, aber dann mit Randoms sozusagen oder mit befreundeten Leuten, wo man sich noch ein bisschen besser abspricht. Also es gibt ja hier so ein paar Optionen und den Chat hat man ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht ganz so, wie so oft in so Online-Multiplayer-Spielen mit Randoms, vielleicht ein bisschen schwer ist. Tja, welches Schild will ich lieber haben? Oder nehme ich einfach beide Schilde? Achso, ja gut, das haben wir auch schon gemerkt, dass man... Also das finde ich aber auch cool an dem Spiel, dass es Möglichkeiten bietet, sich auch gegenseitig ein bisschen zu ärgern. Du kannst ja beide noch nehmen, ne? Ja, ich kann ja auch so und beide den, noch nehmen. Den Was sehe ich denn hier für einen Quatsch? Also ein bisschen gegeneinander spielen finde ich ganz witzig. Das, ja. das hat für mich halt auch ein bisschen was so Pen and Paper dann auch ausmacht. Ne? Dieses sich ein bisschen triezen und ein bisschen gegeneinander spielen, das finde ich dann schon ganz cool. Der hat Fire Imp gesammelt. Jupp. Die müssen wir echt zusehen, dass wir die loswerden. Ja, aber ich würde auch sagen, das Spiel, also man muss oder kann auch relativ viel lernen. Das Spiel hat echt recht viele Mechaniken. Ich glaube, da muss man eh ein bisschen reinkommen und ich denke auch, dass es da wirklich einfacher ist, wenn man dann nur einen Charakter spielen muss und erstmal mit einem Charakter das ein bisschen lernt und dann beim nächsten Mal spielen dann vielleicht mal eine andere Rolle nimmt oder die gleiche, aber mit ein paar neuen Karten und so. Sehr gut, Betty. Mhm. Betty fokussiert auch schön hinten den Gegner. Also bis jetzt bin ich wirklich äußerst positiv überrascht, muss ich sagen. Ich hatte gestern ein bisschen Angst, als ich gesehen habe, oh, das hat irgendwie nur 4 Sprachen. Und das wirkt auch so vom Interface alles so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht ganz so, also das ist halt irgendwie nicht so ein super großes Team ist vielleicht oder irgendwie, aber bis jetzt hat sich davon nichts bestätigt. Ich habe bisher auch viel Spaß damit, also ist schon ganz cool. So, die hinten hat auf jeden Fall jetzt nur noch 15, das ist schon mal ganz gut. Wenn sie nicht zwischendurch noch irgendwie geheilt wird oder sowas. Pommel. lecker Pommels. Aber was war jetzt Blunt Damage? War der scharfe Damage. Stumpfe Damage, ne? Mann, ne, es reicht nicht ganz. Aber bringt ja nichts. Ja, aber. Ich wollte gerade sagen. Kannst auch einfach nichts machen, alternativ. Wir brauchen noch ein bisschen Schild. Vielleicht ich einfach selbst. Ja, schilde dich mal selbst. Aua, au, au, Hilfe. Mein Fell brennt. Mhm.
Hat die sich geschildert? Jupp. Du benutzt die. Coldspark? Ja, Coldspark zuerst. Haben wir hier noch. Dann Charge Battery. Die Evasion. Prevents one hit. Jetzt so einen kostenlosen Feuerball da drauf knallen, das wär's. Mhm. Naja, egal. Oder macht das Sinn? Und bringt das dann überhaupt was? Bei den anderen Sachen, wie viel Schaden, was ist das? Cards mal 0,5. Ja, aber dann macht das doch auf, auf das Schweinchen da. Ach so. Ja, gut, aber dann, Wär damit ja du eher einen Effekt los. Hast. Oh, stimmt. Okay, Charge. Das macht ja eigentlich eh nicht so viel Schaden. Ach nee, es macht eigentlich gar keinen Schaden. Es macht eigentlich nur Dinger. Ah doch, 2 Schaden. Ist das ja eigentlich ganz gut. So, ist das weg. Dann vermutlich, aber dann... Nee, doch, ich habe noch genug Mana. Oh mal, achso, die hat... Ah, sie hat Resistenzen. Ah, okay. Mhm. Oh, dang it. Okay, dann muss ich einfach beide Casts machen. Damit sie weg ist. Reicht das? Oh, reicht gerade so. Aber warte mal, was ist denn jetzt mit ihrem Schild da? Ach so, nee. Ach so, ja, das ist dieses Blockschild. Ah, okay, das kriegt sie erst nächste Runde. Ja. Das hat sie noch gar nicht. Ich dachte jetzt schon, ja, das ist irgendwie gut. Nur für Mini-Sachen oder so. Dann den Frostbolt drauf, dann ist sie weg. Sehr gut. Dann kann sie kein Imp mehr beschwören. Na gut, ich denke mal, die Slots waren jetzt eh voll. Ich denke mal, mehr als 4 Sachen geht wahrscheinlich eh nicht. Eine Sache, die man auch beachten muss, es gibt manche Builds, welche einen Debuff wollen. Zum Beispiel will der Magier manchmal brennen und dann muss ich als Heiler aufpassen, dass der Typ nicht einfach umkippt und dennoch darf ich nicht das Feuer entfernen. Ja, okay. Außer es wird zu viel. Der Typ hatte mal mehr Brand auf sich als Leben. Also es gibt viele Möglichkeiten, daran zu gehen. Ja, das habe ich auch schon vermutet. Also wie gesagt, wir spielen ja noch nicht so lange. Wir haben jetzt auch noch nicht so viel gesehen. Und damit wir on-stream auch ein bisschen was zeigen können, haben wir jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde erstmal in die Karten angucken investiert. Aber es sieht schon so aus, dass man auch wirklich auch ein paar Builds machen kann mit den Karten, dass man verschiedene Elementarrichtungen geht oder seinen Warrior irgendwie mehr Damage oder mehr auf Tanky vielleicht ausrichtet und so Geschichten. Ich konnte dich leider nicht heilen. Oh. Ich verbrenne. So, ich habe 3 Mana nur, aber hier kriege ich nochmal eins dazu. So, 4 Mana. Wann ist das Blutungsding? Wenn der dran ist, ne? Mhm. Und der ist nach dir dran. Ja. Ja, soll ich den wegbluten? Ja, mach doch. Plopp. Lup. Okay, jetzt haben wir die Fire Blasts. Na, aber töte den noch nicht. Damit ich gleich noch eine Runde heilen kann, gegebenenfalls. Ja. Wobei wir verlieren nix. 17 Schaden, 14 Schaden. Runde 3 und Runde 4 ist gleich vom Bonus her. Aber wenn ich die beiden caste, dann müsste der eigentlich doch überleben. Ja, Frost macht 17 Schaden. Das macht 14. 14, ja, dann hat er noch 3. Das schaffst du. Ja. Ja, ich oder der Jäger gleich oder also, danach. Stimmt, also sind ja alle jetzt vor ihm dran. Juhu! Juhu! Okay, das bringt jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel, ne? Nö, das bringt nicht mehr viel. Feuer und Blutung sind vor dem Zug. Feuer geht auf die Rüstung, Blutung aufs Leben und Gift ist nach der Runde. Und geht auch aufs Leben. Okay. Ja, aber das sind ja auch so mehr oder weniger. Also tendenziell eher weniger Tipps geben, aber ich meine, so lange haben wir jetzt hier eh nicht mehr. Aber das sind ja auch eigentlich so ein bisschen Standardmechanik und steht ja auch alles dabei. Betty hat ihn getötet. GG, Betty.
Aber warte mal, aber wie Karten haben wir doch jetzt eigentlich doch drin? Ja, ja. Das heißt jetzt entweder noch ein zweites Mal Warpaint, aber noch eine zweite Barrikade könnte ganz nice sein. Ja, ist halt für alle, ne? Ja. Ich nehme immer die Sachen, die ich noch nicht hatte, ohne groß nachzudenken. Inner Combustion ist wieder Feuerkram. Ah, das hier ist, glaube ich, auch das, was Discknife gerade angesprochen hat. Der Schaden. Achso, nee, das ist auch, oder? Ist das auf dem. Ah, doch, Warfire, ja, stimmt. Das ist dann genau diese Mechanik, dass je nachdem, wie krass du selbst brennst, erhöht dann den Schaden deiner Sachen. Deswegen sind die Feuerzauber wahrscheinlich auch so weak, weil du das Feuer aus dir selbst zehren musst. Okay, dann nehme ich diesmal ein paar Kristalle. So. Okay, wir sind im Equipment-Item-Laden hier mal angekommen. Oh, wie teuer ist das denn alles? Und jeder kann selbst kaufen, aber das ist, ich kann mir nichts leisten. Okay. Also ich kann mir was leisten. Speed Boots, Combat Start, Dornschaden. Das hier sieht irgendwie nach irgendwas für dich aus. Naja, weiß nicht. Ja, die Boots bringen mir nichts. Meinem Dude könnte ich eine schöne Rüstung anziehen. Also das heißt, du hast die gleichen Items, ne? Ja, ich habe die gleichen Items, genau. Ich ziehe meinem Tank jetzt eine Rüstung an, so. So, ich muss einfach nur drücken. Ne, ich muss auf den Knopf drücken. So, hilft dir das was, wenn du noch 22 Gold kriegst? 22, dann hatte ich das. Moment. Nö, nicht wirklich. Okay. Nicht wirklich. Na, hier kann man sich das Deck nochmal angucken. Naja. Gut, ich denke mal, das wird jetzt unser letzter Kampf für heute. Ah, dann schaffen wir, oder wir schaffen es noch ganz schnell da zu diesem einen Boss. Ja, wär vielleicht ganz cool, wenn wir das noch schaffen. Gut, dann lesen wir jetzt keine Texte mehr durch. Was haben wir hier für eine Chance? Okay, unter hat mehr Chance. Smash the Statue. Oh. Na gut. Guten Morgen und Hallöchen, Psycho. Loa, dich und deine Raider. Habt ihr zufällig auch Raider Across the Obelisk gespielt? Moin, moin. Wir müssen ein bisschen kämpfen. Ja. Habt ihr es jetzt auch zum ersten Mal gespielt aufgrund des Free Weekends oder spielt ihr das häufiger oder du? Wir spielen es heute zum ersten Mal, weil es kostenlos ist, aber bisher sind wir recht angetan davon. Alter, die Statue ist immun. What? Aber wir streamen eigentlich auch nur noch bis ca. 10 Uhr, also ja, macht es euch noch kurz gemütlich. Da auf der anderen Seite ist der Terael, seht ihr auch unterm Stream. Kann ihr auch ein Follow da lassen, wenn ihr wollt. Ich habe das gestern schon gespielt, aber da dann auch zum ersten Mal jetzt aufgrund der Testphase, nehme ich an. Und guten Morgen, Dan. Der neue Kollege von mir war heute das erste Mal dabei, okay. Wie hat's euch denn gefallen? Bockt mega, ja, finde ich auch. Ja, macht viel Spaß. So, wie viel habe ich? 4. Dann könnte ich aber ja trotzdem eigentlich mal die Schilde draufknallen. Tja, jetzt ist die Frage, lieber ein bisschen Blutung. Den neuen Boss aus dem Obelisk Run, das sagt mir noch nichts. Wir sind gerade in unserem ersten Run und sind jetzt in so einem Keller drin. Fast 2 Stunden habt ihr gekämpft, okay. Okay. Nice.
Das schaffen wir heute nicht mehr. Nee. Da war meine Vermutung mit, da muss man sich ein Wochenende für nehmen, wenn man so eine Session spielt, wäre dann gar nicht so verkehrt. Ja, ich denke mal, gut, mit der Zeit wird sicherlich ein bisschen schneller gehen, wenn man dann auch die Karten checkt und weiß, was man tut, aber... Ja, ich würde sagen, ich mache mal hier mein Zeug drauf. So. Nur 0,1% haben den als Erfolg auf Steam. Aber warum, wie habt ihr das denn so viel, so schnell jetzt schon geschafft, wenn ihr gestern erst angefangen habt? Krass, okay. Ah, ich bin schon wieder dran. Mhm. So, cool. Die beiden sind immer nacheinander dran. Soll ich dann auf die Dingsi? Moin Beach. Ja, weiß ich, ja. Einfach mal am kostenlosen Wochenende Spiel durchgespielt dann. So kann man es natürlich auch machen, ist auch sehr effektiv. Hi Trestos. Hallo Trestos. Oh, Dan habe ich übersehen. Hallo Dan. Blitz mag er nicht so. Hast du schon geschmult? Was, geschmult? Sehe ich gar nicht. Seine Stats. Nee, plus, aber... Plus 15%. Ja, aber als du ihn drüber gehalten hast, also als den, ja. Wenn du den Spruch auswählst, dann zeigt er an, wie viel Schaden er macht und er hat da ordentlich... Er macht halt mehr als bei den anderen. Tja, will ich jetzt das hier nehmen? Für die nächste Runde wahrscheinlich schon, ne? Aber das heißt doch eigentlich auch, dass ich das auf einen anderen eigentlich, wenn ich jetzt irgendwie sagen, dass wir ja, jemand anderem mehr Energie geben wollen. Ja, das könnte ich machen. Hast du da irgendwie einen Vorschlag oder? Moin Fanatiker, den, hallo? Vielleicht den Jäger wegen Damage Dealer. Okay. Dass wir da noch ein bisschen mehr Damage Output haben. Kriegst du auch mehr Karten nächste Runde? Also nur so eine Idee. Ganz gut, Trestos. Das Spiel macht Spaß. Entspannter Morgen. Eigentlich ganz, ganz guter Start. Wie geht's dir? Guten Morgen an alle. Wir sind eigentlich so in den letzten Zügen jetzt mehr oder weniger. Geht ja eigentlich in der Regel nur bis 10, wenn man hier das Stream, aber ja, mal gucken. Solange Anki nicht schreit, vielleicht können wir dann trotzdem noch kurz in diesen einen Basement-Boss da reingucken. Aber ich raide euch dann gleich, Schnutenmail streamt, glaube ich, gleich wieder Chia ab 10 Uhr. Da werde ich euch dann gleich hinraiden. Siehst du, das habe ich mir nämlich schon fast gedacht, dass der nämlich noch neue Imps macht. Also. Go, Betty. Aber der hat ja nicht mehr viel. Betty hat auf jeden Fall schon mal ordentlich was gemacht. Betty the Yeti. So, ich habe jetzt 5. Ja, Psycho, das glaube ich. Also ich mag so Spiele auch sehr gerne. Und das im Koop spielen zu können, macht es natürlich noch mal besser. Und das ist halt auch dieser Mix aus... Ach, okay, oh. Das ist natürlich auch nice. Das ist dieser Mix aus Darkest Dungeon und Slay the Spire so ein bisschen ist, finde ich schon sehr nice. Wie gut, dass wir nur auf den gegangen sind. Ja. Findest aber keine Leute. Ja, vielleicht müssen wir uns mal ein bisschen umhören. Also ich hätte schon Bock, das Spiel auch dann mal in Vierergruppe zusammen irgendwie mal zu spielen. Vielleicht dann ja auch irgendwie nächste Woche. Wenn irgendwie, ich weiß nicht, was ihr über die Feiertage macht, aber das ist ja vielleicht eine Option, wo man mal ein bisschen Zeit hat zum Zocken. Dankeschön für dein Follow. Ich glaube, ich nehme hier jetzt mal das Zeug. Und was nehmen wir hier? Ja, ich nehme jetzt erstmal Splitter, so. Gucken wir uns jetzt noch diesen Boss hier an und dann ist Feierabend. Hatte ich übrigens nicht mit gerechnet, dass dann gleich direkt der Dings los kaputt ist hier. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, ich weiß, das Licht kommt mich holen, aber dafür müsste ich jetzt meine Kamera umstellen, habe ich gerade keine Lust zu. So, Striking First, tell them, was ist jetzt hier überhaupt, worum geht's? Irgendwas mit Kultisten. Okay, also doch kein großer Boss scheinbar. Tell them that you're new and you come to help with the ritual. Aber wir haben keine große Chance zu schaffen. Ich gehe auf Angriff. 37%. Na gut. Ja, ich kann die ISO ein bisschen runterschrauben. Okay. Gut. Okay. Dann jetzt Speedrun. Mhm.
Ja. Also ich werde es dann auf jeden Fall mal im Discord in Frage stellen bezüglich Zusammenspielen. Von daher könnt ihr da dann mal reingucken. Psycho, danke schön für dein Raid. Danke für dein Follow und schönen Restsonntag noch. Schönen Restsonntag. Genau. Können wir gerne im Auge behalten. Aber ich habe jetzt auch das Gefühl, ihr seid jetzt wahrscheinlich schon so krass im Voraus. Aber gut, wir können es trotzdem im Auge behalten. So, du willst, dass ich das noch mache, weil es kostenlos ist. Aber ich mache jetzt erstmal das hier. Dann mache ich noch das hier. Ich kann ja alles machen. Dann mache ich alles. Mhm. mach ich alles. Ach shit, hätte ich auch wie mit anderen casten können. Na egal. Zu spät. Speedrun. Passt schon. Der Speedrun macht auch Fehler. Okay, die verbrennen sich auch selber. Und die haben versucht, dir irgendwie Schaden zu machen, was hat irgendwie nichts. Ach, die haben dich geschwächt. Die haben hier All Resistance minus 10 gemacht. Resistance is futile. Macht Shadow Bolt nicht mehr Schaden vielleicht? Kann sein. 16 statt 4. Na gut. Die hätte ich gern weg da hinten schon mal. Aber hattest du eine Gruppenheilung hast du nur in Form von diesem Regen, ne? Wahrscheinlich. Ja, und der heilt alle. Also irgendwie gefühlt, das ist irgendwie... Flame Dancer. Okay, die hat jetzt wirklich ein Schild. Ja, aber man merkt ja jetzt schon, jetzt wo man die Karten auch ein bisschen kennt und ich jede Karte mehr durchlesen muss und verstehen muss, geht's ja auch schon ein bisschen flotter. Das kann ja tendenziell nur besser werden. Und wenn man sich dann auch nur um einen Charakter kümmern muss, ist es auch nochmal besser. So, dann ist der Schild weg. Und dann gebe ich ihm hier nochmal einen mit. Okay, ich kann mir nicht beides leisten. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen krasser, wenn die immer zwei Attacken machen. Ja, ja. Das ist so. Okay. Ich hab 5. Ja, ich geb dir jetzt wieder das Ding, damit du ein bisschen mehr casten kannst. Mhm. Dann froste ich die mal ein bisschen weg. Ja, und dann solltest du dich auf jeden Fall irgendwie... Den ersten kriegst du weg, oder? Nein. Kriegst du ein Schild weg. Ich glaube, ich würde trotzdem lieber halt die weiter preparen. Ja. So, das eine gibt mir dann gleich 6 Schild. Und das gibt mir gleich... Okay, das gibt mir auf jeden Fall bei beiden mehr. Aber weniger Resi. Achso, das andere könnte ich auch auf jeden anders casten, das Schild. Das ist natürlich auch gar nicht so schlecht. Genau. Habe ich auch noch gar nicht so beachtet. Könnte ich ja deinen Healer auch noch ein bisschen mit supporten. Nein! Ja, ich hab's befürchtet. Doofe Nuss, die, ey. Da hat nur auch wieder die Frage, wenn sie stirbt, ob dann auch der Imp stirbt. Stimmt. Stimmt. Wie hab ich denn 3? Jetzt erstmal ein bisschen heilen hier.
Sehr gut, Dan. Nein, Betty. Ich weiß nicht, ob Betty immer auf den letzten geht. Ich glaube schon, ja. So. 12. 14. I never will, Dan. Okay, der ist schon mal weg. Außer er wird geheilt. Das ist gut. Ja, kannst ja jetzt alles machen. Dann ist der weg. Und der nächste gleich nochmal 10 Schaden mit, oder? Ja. Ah, schade, ich hätte noch gerne echt irgendwie so ein Einzelboss gesehen, irgendwie, der dann irgendwie super groß ist oder so. Ja, das stimmt. Aber gut. Okay. Ich hab eh nur. Okay, ist ja alles kostenlos hier. Tja. Yes, danke. Also scheinbar nimmt man die Energie auf jeden Fall mit in die nächste Runde. Ja, ja, stimmt. Das hatte ich, glaube ich, auch schon irgendwo mal gelesen. Ein Schaden! Scheiße. Ja, ist Vorbereitung. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aua. Ich will die weg haben. Mist. Okay, der Imp ist da geblieben. Ich mache Healing Rain nicht, weil ich will halt nicht, dass die sich auch heilen. Das ist halt blödsinnig. Also Betty ist auf jeden Fall MVP des Streams. Ja, ist echt so. Alles nur, weil du den Bauern gekillt hast. Ich würde jetzt auch eher auf den hinten gehen. Okay, mal gucken, was ich hier nochmal ziehe. Noch ein Aimshot, okay. Ich habe 6. Dann kommen wir noch mit denen hier erstmal weg. Tschüssikowski. Die Karte habe ich noch nicht verstanden. Ja, ich kann jetzt leider den Tooltip nicht sehen. Ja, also gut. Dieser Effekt ist ja, glaube ich, der gleiche, den ich auch auf meiner hatte für dich. Also, dass du nächste Runde eine Karte mehr ziehst. Und ich glaube, du kannst halt einfach dadurch deinen Stapel besser vorbereiten, wie du es vorhin auch gemacht hast, dass du dann die ganzen Melee-Attacken rausgeschmissen hast. Dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dann so, ne? Ja, das, dann habe ich das wahrscheinlich doch richtig verstanden. So, jetzt gib ihm. Ja, ich habe ja nicht mehr so viel hier. Ich bin ja fast tot. Stimmt, du bist fast tot. Hilfe! Aber das, vielleicht müssen wir das ja auch noch sehen heute in unserer Vorschau hier, was passiert, wenn ein Charakter stirbt. Ach, soll ich dich nicht heilen? Okay. Es ist hoffentlich schon zu spät dafür. Nicht heilen und nicht den Gegner besiegen. Ja, ich glaube, ich fände es halt echt ganz gut, hätte man von Anfang an ein bisschen drauf geachtet. Weiß nicht, dass man halt so als Magier halt, weil wenn ich natürlich Frost-Debuffs drauf mache, ist natürlich auch geil, wenn ich dann mehr Frost-Attacken habe und so. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob man noch irgendwie sein Deck bearbeiten kann oder sowas. Also in der Stadt auf jeden Fall, da gab es ja dann die Church, ja, um Karten Stadt auch rauszunehmen, ja. Aber... Ja. Was ist das für ein kleineres Pommel? Tauri Ripple. Das will ich. Curse of Agony, krass. 4 Blutung, 8 Gift und Dingens. Boah, Deal 6, aber Repeat. Auch nice.
Oh wow, kostet auf 4. Holy shit. Ach, auf alle. Holy shit. Okay. Auf alle. Nice. Random also Monster. 12 Icicle. Quasi. Müssen wir jetzt trotzdem das letzte noch anklicken, um zu gucken, was da passiert? Oh ne, wir haben eh schon. Ah, das ist wahrscheinlich der Lord of the Imps. Das ist der Bosskampf. Das ist erst der Bosskampf. Oh, great Balthier, maybe there's something we can do for you. Can we leave? He's weakened. Ja, ich will sehen, was das ist. Warte mal, ich habe hier noch Level Up. Kann ich das jetzt machen? Oh ja. Ah ja, stimmt. Da kann man sich für eins von beiden entscheiden, oder was? Achso, eine Karte. Ja, genau. Add a copy of the card follow-up. Ach, du siehst das sogar. Okay, cool. Na, ich sehe jetzt gerade Nummer 1. Achso, du siehst das bei dir. Okay. Hero Self. Reduce the cost of the highest cost attack in your hand by 3. So, ich würde aber ganz kurz nach unten gehen. Bin gleich wieder da. Sorry. Okay, sind aber beides so Deckgeschichten. Damage plus 2. Aber da debuffe ich mich dann selber, oder was? Nee. Oder? Nee, ich mach mir Schaden, aber ich krieg auch. Ich krieg aber auch selber die Stacks, glaube ich. Discover 3 Karten, Enchantment. Place one in your hand. Habe ich überhaupt schon Enchantment-Karten? Keine Ahnung. Okay. Ja, aber wie gesagt, ich denke mal, es ist jetzt hier auch gleich Feierabend. Ist mein Schatzi denn noch da? Mein Schatzi höre ich gerade in der Küche. Wieder da. Bibi. So, continue. Ja, ich musste. Ja. Boah, 386 Leben, ey. Ich muss dich dringend heilen gleich. Irgendwie bist du gerade sehr viel lauter als noch zuvor. Echt? Ich habe aber nichts gemacht. Okay. Nehme ich das Mikro weiter weg. Ist so besser? Ja. Okay. Kera hat die halbe Küche mitgenommen. Hat schon mal für uns den Tisch mitgedeckt. Okay, der macht 3 Sachen und 2 davon sehen wir sogar. Defective Summon, ja. Lose 40 HP, Suffer 2 irgendwas. Weil ich Sight gemacht habe. Achso. Und der beschwört auf jeden Fall einen Impf. Tja, schilde ich uns lieber doppelt? Ja, wa? Ein bisschen Verteidigung. Der verliert gleich 40 Leben. Okay. Oh shit. Ja, war klar, dass da 2 Aber ich glaub, wir können ja trotzdem wahrscheinlich, wenn wir können, irgendwie auf den fokussen, oder? Ja, würde ich irgendwie versuchen. Machen wir das so. Das hat es dir angetan, ne? Ja. damit ich es auf dich schieben kann. Ja, genau. Den schießen wir auch noch mit dazu. Kann ja nicht schaden. Das ist echt ganz cool mit der Side auch. Mhm.
So, sind wir mal schön gebufft hier. Wo sind unsere ganzen Schilde hin? Scheiße, stimmt, die Schilde werden gar nicht übernommen. Das heißt, nur die Barriere wird übernommen in die nächste Runde. Die Schilde sind dann nur für die aktuelle Runde. Dang it. Krass, okay. Wir können aber trotzdem nicht sehen, wohl auf wen der zielt, oder? Ach doch, na ja, gut, ja. Okay, ist All Heroes und Random Hero, okay. Macht nicht so viel Unterschied. Hat denn der Chat vielleicht auch noch, wo wir gerade noch da sind, dann noch Feedback zum Thema Gäster? Ist euch irgendwas negativ aufgefallen? Ist irgendwann mal hat Terael's Cam gehangen oder Sound schlecht gewesen oder irgendwas? Ja, ansonsten würde ich jetzt sagen, hat es ja scheinbar ganz gut funktioniert. Würde ich auch sagen. Wirkte auf mich so, als wäre es verlässlicher als Discord-Call. Ich habe noch 13. Der macht da. Da tut sich was in Schnutenhausen. Sehr gut, Lignum. Wir sind hier, wir müssen nur noch versuchen, diesen komischen Heini hier wegzuhauen. Der hat nur noch 300 Leben. Und vorhin habe ich was gehört, von wegen gegen Bosse hat mal jemand. Ja, aber das war ja scheinbar irgendein super Endboss. Tja. Aber das ist halt eine Sache, die ich noch nicht so hundertprozentig verstehe mit dem Schilden. Bei den Slay the Spire sieht man ja eigentlich irgendwie, wer welchen Schaden macht und auf. Na gut, ich meine, hat man nur einen Charakter. Aber ich weiß halt, kann gar nicht so richtig einschätzen, wem ich Verteidigung geben soll. Ich gar nicht weiß. Oder man muss halt dann irgendwann die Skills der Gegner irgendwie kennen, dass man weiß, okay, der kann eh nur den Front angreifen oder so. Ja gut, also wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du es aufdeckst. Du siehst ja jetzt bei ihm oben einmal Random Hero und ja, zweimal schon. All Heroes. Ich weiß nicht, wenn da jetzt eine Karte bei ist, wo vielleicht beisteht, dass er sich einen aussuchen kann oder sowas. Aber ich glaube, das gibt es gar nicht. Ich glaube, das ist immer nur random bei ihm. Was gut ist, ist ja, dass er weak ist. Das heißt, er hat ja erstmal 50% weniger Damage zu verteilen. Und nimm Schild. Oh Junge. Mhm. Ich fand negativ, dass ich nicht ins Wohnzimmer kann. Aber kannst du ja eigentlich. Im Hintergrund sieht man, ist eh alles überbelichtet und den Tisch sieht man nicht. Ich kann aber auch sonst noch den Greenscreen hochziehen jetzt. Also ich bin ja dran. Das war Self. Das ist aber eigentlich ganz gut, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Wobei ich da auch selber Schaden kassiere vielleicht. Weiß ich nicht. Last one turn. Das heißt, aber ich mach's jetzt einfach mal. Die letzte Karte, die du zählst. Ach nee, bleibt. Ach ja, logisch. Last one turn. Ja. War mir zu riskant. Ich habe jetzt auch irgendwie gar nicht so die krassen Damage-Karten hier. Ja gut, dein Frostbolt macht 19 Schaden bei ihm, ne? Jetzt noch das Schild. Auf dich, du hast nicht mehr so viel. Ja, es ist Self. Ja toll, Healing Rain und zwei richtig gute Karten. So, jetzt kannst du auf jeden Fall rein, Schatzi. Ich glaube, wir werden noch einen Toten sehen heute. Das wäre gut. Für Scientific Purposes müssen wir noch sehen, was passiert, wenn man stirbt. Wie viel verlieren wir? Wir wissen ja immer noch nicht so genau, ob wie jetzt der Roguelite oder Roguelike-Aspekt des Spiels ist.
Ich kann es mir im Moment noch gar nicht so richtig vorstellen, ob man jetzt wirklich, ob man dann quasi einfach zurückgesetzt wird und von vorne anfängt, jetzt mit der gleichen Gruppe, oder ob man einen komplett neuen Run anfängt, oder ob man speichern kann den Run oder so. Habe ich jetzt noch gar kein Gefühl für. So, hier ist auch meine neue Super Attack. Kann ich auf jemanden casten? Resistances 10 erhöht. Reinforce. Okay, das ist quasi das Gegenstück zu dem Magieresistenz. Mhm. Ich weiß es doch auch nicht. Was hat auch auf dem Mage drauf? Nee, der Mage, der hat seinen Magieschutz. So. 2 Mana habe ich noch. Ja, bisschen Safety. Bisschen Schlitzen. So. Ein bisschen Schlitzen. Aua. Mhm. Errungenschaft Bloodshed freigeschaltet. Oh oh. Hilfe. Oh oh. Hilfe. Hilfe. Evelyn has been crushed. Evelyn has been crushed. If your team survives, you will resurrect with 70% of your total life, but remember that nothing comes without a price and you will carry the stigma for the rest of your life. Okay. Mm. Death's door on draw. Lose one dings. Ah, okay. Ich habe jetzt eine Verletzung. Du bist auf jeden Fall erstmal weg. Ja. Ich habe die Befürchtung, wir schaffen diesen Kampf nicht. Das ist durchaus möglich. Und die Schuld wird natürlich komplett auf den Heiler geschoben, wie immer. Er hat halt nicht genug Heilung. Aber eigentlich fände ich es ganz gut zu sterben, damit wir sehen, was passiert. Ja, und beim nächsten Mal wissen, was los ist. Hi Marcel, moini. Hi Marcel. Das Schaf ist immer noch so geil. Hat das Schaf am ersten angegriffen, ist vielleicht doch random. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Es muss random sein. Der Jäger ist auch der Nächste, der stirbt. Wobei wir ihn schon über die Hälfte drunter haben, ne? Ja. Tschüss. Andrin ist jetzt weg. Doch noch nicht. Oh. Okay. Wow. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Ich schütze einfach dich. Nein, hätte ich andersrum machen sollen. Egal. Formel 1 Puls runterbringen? Okay. Da bin ich ein paar Jährchen raus bei Formel 1. Da habe ich gar keine Ahnung mehr von. Hab ich auch gar nicht geguckt. Ja, aber spannend, dass wir den Boss jetzt hier tatsächlich dann noch nicht. Also, vielleicht war die Taktik auch nicht gut, vielleicht hätten wir doch die Imps immer machen müssen. Kriegst auch 19 Fire Damage, ne? Was soll ich da? Da kann ich auch nicht wirklich gegen. Was habe ich denn da für einen geilen Buff? 1 von 4. Das ist dein Wolfguard. Der bleibt halt 4 Runden da. So habe ich das zumindest verstanden. Ja, guck mal, ganz egoistisch. Ja klar, dass Terails Charaktere am Ende am längsten überleben. Da bin ich ganz klar ein Bias. Bin ich mir nicht so sicher. Hat immer nur sich geheilt, frech. Und den Bauern umgebracht. Ich fand's lustig. Oh ja, du kriegst den da noch und dann kriegst du den hier noch. Und dann sterben wir in Runde. Oh, Glück gehabt. Andrin has been crushed. Was hast du denn da? Ach nee, das ist deine Attacke. Magnus has been crushed. Wie heißt du? Reginald. Let's go. Reginald. Halt durch, einfach nur noch hochheilen und warten, bis er am Gift stirbt.
Ja, wir sind natürlich absichtlich gestorben, damit ihr jetzt seht, was passiert, ist ja klar. Den hätten wir natürlich easy geschafft sonst. Ja, viel fehlt da nicht, ne? Er hat nur noch 60 Leben. No, sometimes taking a different approach is the key to success. Do you want to retry the combat? Oh, okay, man könnte jetzt einfach normal machen. Ne, machen wir jetzt mal nicht. Your quest ends here. Okay, wir hätten es also nochmal versuchen können mit einer anderen Taktik, aber wenn wir ihn halt wirklich nicht schaffen und wir nicht an dem vorbeikommen, dann ist scheinbar Feierabend. Aber immerhin haben wir 58 Karten unlocked. Das ist ja auch 58? Schon mal was. 58? Steht bei mir zumindest. Unlocked Cards 58. Bei mir stehen 65. Oh, dann hast du mehr unlocked als ich. Ich habe 1, 2, 3. So, was haben wir denn hier? Wir haben 3 Perk Points bekommen. Wir sind im Rang irgendwie aufgestiegen. Also es scheint ja schon irgendwie permanenter Progress zu sein, oder? Perks Point. Ja, jetzt hast du nämlich Perks Point, die du ausgeben kannst. Quest ends in Summoning Circle, Act 1. Places visited, combat performance, hero death, experience gained, bosses killed, corruption complete, final score. 1:56 gespielt, game rewards, currency, 5% irgendwas. Achso, was wir irgendwie wiederbekommen wahrscheinlich, ne? Kann das sein? Ja, weiß nicht. Reward based on the performance of your adventure. At the beginning of a new adventure, you will be able to claim this reward while in town. Oh, nice. Ja. Das heißt, wir haben dann da eine Kiste und können uns, also der Run davor, der spielt dann in den neuen Run auf jeden Fall auch nochmal zusätzlich mit rein, was die Ressourcen angeht. Ja, also dann doch schon eher ein bisschen roguelightiger. Man kriegt, es ist nicht komplett alles verloren. Nö, war cool. Auf jeden Fall. Ja. Möchte ich wieder. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich würde es auf jeden Fall gerne nochmal spielen wollen. Gerne auch mit 4 Personen insgesamt. Aber ich fand es ja zu zweit eigentlich auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich da auch alleine... Also ich glaube, ich würde es sogar selbst alleine spielen, wenn ich jetzt gar keinen finden würde. Ich glaube, ich würde mir das Spiel auch alleine geben. Aber ja, dann wäre es halt wirklich sehr wie Darkest Dungeon-Style. Ja, bis auf, dass du jetzt halt diese Elemente wie oh, die Leute drehen durch und sowas nicht hast, ne? Ja. Scheinbar. Aber ich finde es ganz cool. Ist übrigens gerade auch im Sale 30% günstiger. Kostet es deswegen 15 Euro oder ist es mit? Nee, es kostet normalerweise 19,99 und so. Im Sale kostet es jetzt 13,99. Ja, okay. Ich könnte mir fast vorstellen, mir das jetzt auch direkt im Sale zu holen, muss ich sagen. Ups. Ist das bei dir schon passiert? Hab ich vielleicht schon getan. Okay. Na gut. dann, also unser beider Fazit ist, cooles Spiel. Cool, dass man es im Koop zocken kann. Auch geil, dass Koop-Aspekt finde ich geil, dass du auch so gegeneinander, also das, ja, ich hätte ja am Anfang sagen können, alles, was du entscheidest, wird auch so gemacht. Und ich finde aber ganz gut, dass es halt nicht so ist, dass man halt dann was ich gerade wenn du dann nachher mit 3 Leuten zum Beispiel bist, dass du dann quasi, wenn 2 entscheiden dann jedenfalls oder bei 4, dann halt die Mehrheit. Und das finde ich eigentlich einen ganz coolen Aspekt. Ich mag auch diesen Pen-and-Paper-mäßigen Aspekt, der da mit drin steckt. Dass man miteinander, gegeneinander, Custom-Events und ja, auch so seine Fähigkeiten ausspielen kann, wenn man weiß, wenn man dann auch wirklich einen Charakter spielt und weiß, irgendwie in meinem Deck sind super viele billige Karten drin oder so, dann meinen Vorteil da ausspielen und so, um die anderen zu überstimmen. Ja. Ist schon echt ganz cool. Ja, falls ihr selber noch zocken wollt, das geht, ich weiß nicht, wie lange so eine Free-Weekend-Aktion geht, ob die noch bis morgen geht oder so, aber ihr könnt es auf jeden Fall noch kostenlos zocken, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten, wie gesagt, im Discord mal die Augen offen halten, im Brettsch- und Videospiel-Channel. Da werde ich bestimmt mal fragen, wer Bock hat auf eine Vierergruppe irgendwann, dass wir uns da mal absprechen können. Ja, falls ihr noch nicht getan habt, Follow bei Tirael dalassen. Entweder hier noch einen Titel Tag oder und 8 Stunden. Okay. Ja, also ich glaube, ich würde es mir jetzt morgen eh holen. Ja, morgen ist wahrscheinlich schwierig. Aber ja, vielleicht, weiß nicht, wie bei euch die Osterplanung aussieht, aber vielleicht können wir ja nächstes Wochenende irgendwie bei den freien Tagen irgendwie irgendwas safe machen oder so. Mal sehen. Ja, dann sage ich schon mal Tschüss YouTube, falls das auf YouTube landet, aber davon gehe ich aus. Und danke Terael fürs Mitmachen. Und dann raide ich euch jetzt mal schnell zur Schnutenmail rüber. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Allen einen schönen Sonntag.